In den letzten 3 Jahren haben wir uns schon viele Fälle von Serienmördern angesehen. In diesem Video möchte ich euch noch einmal die spannendsten dieser Fälle vorstellen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, findet ihr in diesem Video eine Auswahl meiner interessantesten Serienmörderfälle, aber auch für die regelmäßigen Zuschauer unter euch sind bestimmt noch Fälle zum Nachholen dabei, die ihr bisher noch nicht gesehen habt. Starten wir mit dem ersten Fall. 8. November 1992. Phoenix, Arizona, USA. Es ist der Vortag von Angela Brossos Geburtstag. Morgen wird sie 22 Jahre alt, weshalb für heute eine Party geplant ist, um reinzufeiern. Die junge Frau macht sich auf ihrem gerade reparierten, purpurroten Mountainbike auf den Weg zur Party, unwissend darüber, dass sie dort niemals ankommen wird und dass sie ihren 22. Geburtstag nicht mehr miterleben wird. Am Ufer des Arizona Canal, der durch die Stadt Phoenix führt, wird schon am nächsten Tag ihr unbekleideter und lebloser Körper gefunden. Es ist ein Anblick des Grauens. Angelas Körper ist von unzähligen Stichen durchlöchert. Der Oberkörper wurde auf Höhe der Taille fast komplett durchgetrennt und zudem fehlt ihr auch noch der Kopf. Dieser wird erst 11 Tage später gefunden. 1,5 Meilen entfernt von ihrem Körper ist er in einem Gitter im Kanal hängen geblieben. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass sowohl der Körper als auch der Kopf tatsächlich zu der verschwundenen Angela Brosso gehören. Abgesehen von dieser Verletzung führten aber bereits die zahlreichen Stiche innerhalb kürzester Zeit zu ihrem Tod. Der unbekannte Täter traf unter anderem ihre Aorta und die Lunge. Es muss ein sehr großes und langes Messer gewesen sein. Mehr wissen die Ermittler jedoch nicht. Weder die Tatwaffe wird gefunden, noch gibt es Zeugen oder Hinweise, die zu einem möglichen Täter führen könnten. Die Gerichtsmedizin kann auch keine fremden DNA-Spuren an Angelas leblosen Körperteilen identifizieren. Angesichts der Tatsache, dass sie unbekleidet ist, liegt die Vermutung nahe, dass sich der Täter ebenfalls an ihr vergangen haben könnte. Auch das kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Polizei steht vor einem grausamen Rätsel und dabei ahnen die Beamten noch nicht einmal das ganze Ausmaß des schockierenden Falls. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie die Ermittler dem Täter auf die Spur kommen, für welche weiteren grausamen Verbrechen der bislang unbekannte Mann sonst noch verantwortlich ist und welche skurrilen Details über sein Leben bekannt werden. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Angesichts dessen, dass es keine Spur zum Täter gibt und die Personen aus Angelas Umfeld schnell als Verdächtige ausgeschlossen werden können, tappen die Ermittler völlig im Dunkeln. Der Fall wird schon bald zum Cold Case, auch wenn die Polizei die Hoffnung nicht aufgibt, den Täter doch noch zu finden. 10 Monate später, im September 1993, kommt dann der große Schock. Eine weitere junge Frau wird im Arizona Canal in Phoenix gefunden, ebenfalls unbekleidet und ähnlich grausam zugerichtet wie Angela. Es handelt sich um die 17-jährige Melanie Burness, wie die Gerichtsmediziner schon bald feststellen können. Melanie wurde schon von ihren Eltern vermisst gemeldet, weil sie nicht nach Hause kam. Sie hatte sich an dem Tag ihres Verschwindens bei der Schule krank gemeldet, doch in Wirklichkeit war sie gar nicht krank, sondern wollte an dem schönen Tag eine Fahrradtour machen, wie einige ihrer Freunde später gegenüber der Polizei berichten. Sie fuhr am Arizona Canal entlang und muss dort ihrem Mörder begegnet sein. Angesichts des Zustandes und des Fundortes ihres leblosen Körpers liegt für die Polizei sofort die Vermutung nahe, dass derselbe Täter zweimal zugeschlagen hat. Zwar wurde Melanies Kopf nicht von ihrem Körper getrennt, aber auch auf sie wurde mit einem vergleichbaren Tatwerkzeug unzählige Male wie wild eingestochen. Wie bei Angela wurde auch bei ihr die Aorta und die Lunge getroffen. Zusätzlich wurde ihr jedoch eine Art Kreuz in den Oberkörper geschnitten, auf dem die Buchstaben WSC eingraviert sind. Was das zu bedeuten hat, ist den Ermittlern ein Rätsel. Auch bei Melanie kann die Polizei keine fremde DNA feststellen und es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wer die Tat begangen haben könnte. Es wird jedoch alles, was an Beweisstücken aus den beiden Fällen vorhanden ist, sorgfältig aufbewahrt. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Polizisten noch nicht, dass sich genau diese Entscheidung im Laufe der weiteren Ermittlungen noch als äußerst hilfreich erweisen wird. In der Zwischenzeit macht sich in der Wüstenstadt Phoenix langsam die Angst breit. Offensichtlich ist ein Serienmörder unterwegs, der wahllos junge Frauen überfällt, sich an ihnen vergeht und ihre Leben auf abscheuliche Art und Weise beendet. Und es ist anscheinend jemand, der vollkommen unauffällig ist und es schafft, bei seinen Taten weder gesehen zu werden noch Spuren zu hinterlassen.
In der Stadt breitet sich ein unheimliches Gefühl aus und die Polizei macht sich schon darauf gefasst, im Laufe der nachfolgenden Zeit noch mehr übel zugerichtete, leblose Körper im Arizona-Kennel zu finden. Dann wird es jedoch allen Erwartungen entgegen etwas ruhiger in der Stadt. Den Ermittlern wird kein weiterer Frauenmord, der zu dem üblichen Tatbild passt, bekannt. Das bleibt auch in den nächsten Jahren so. Was auch so bleibt, ist aber zum Unglück der Polizei und der Angehörigen, dass die Ermittlungen keine Fortschritte machen. Zwar haben die Ermittler um Tipps aus der Bevölkerung gebeten und viele Leute haben sich gemeldet, doch alle bisherigen Hinweise sind unbrauchbar. Es gibt keinerlei mögliche Spur zu einem Täter. So vergehen schließlich 6 Jahre. Immerhin scheint sich der Serienkiller mit den 2 Morden zufrieden gegeben zu haben, oder er treibt sein Unwesen inzwischen woanders. Im Jahr 1999 gibt es dann plötzlich einen ungeahnten Erfolg in den Ermittlungen. Die Polizei stellt bei einer erneuten Überprüfung der Beweismittel fest, dass der Täter entgegen der ersten Erkenntnisse doch seine DNA an seinen Opfern hinterlassen hat. Die Gerichtsmedizin vergleicht die Proben aus Angelas und Melanies Fall und stellt fest, dass die DNA übereinstimmt. Die Vermutung, dass es sich um einen und denselben Täter handelt, ist also wahr. Damit endet der Ermittlungserfolg dann aber auch wieder. Die Polizei weiß jetzt zwar, dass beide Frauen von demselben Mörder umgebracht wurden, doch sie weiß immer noch nicht, wer der Täter ist. Sie haben keine Verdächtigen, also können sie die Proben nicht mit möglichen Tätern abgleichen. Der Mörder scheint auch nicht polizeibekannt zu sein, denn sonst wäre seine DNA in der Datenbank gespeichert. Weitere Jahre vergehen ohne Fortschritte in den Ermittlungen. Im August 2013 wird dann eine weitere Frau gefunden. Unbekleidet und ohne Kopf, wie auch Angela Brosso, jedoch fehlen ihr zusätzlich auch noch ihre Hände. Ihr gesamter Körper ist durch die natürliche Zersetzung inzwischen in einem sehr schlechten Zustand und der Fundort liegt, anders als bei den anderen Frauen, mitten in der Wüste. Ein Farmer fand die bislang noch nicht identifizierte Frau, als er nach ungewöhnlich starken Regenfällen sein Land überprüfte. Der Körper wurde anscheinend dorthin gespült, denn er treibt in einem normalerweise ausgetrockneten Flussbett, das jetzt mit schlammigem Wasser gefüllt ist. Anhand ihrer Knochen und ihrer DNA wird die junge Frau identifiziert. Es handelt sich um Adrienne Salinas, die am 16. Juni 2013 vermisst gemeldet wurde und die in der 30 Meilen vom Fundort entfernten Stadt Temp wohnt. Temp grenzt direkt an Phoenix an und der Arizona Kennel führt auch dorthin durch. Die Ermittler vermuten, dass ihr Körper bei den starken Regenfällen aus dem Arizona-Kanal weggeschwemmt und durch die Strömung in die überflutete Wüste getragen wurde. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2013 war Adrienne auf dem Weg zu ihrem festen Freund, der ebenfalls in Temp lebte. Sie hatte sich ein Taxi gerufen und sich mit dem Fahrer an einem Treffpunkt verabredet, doch dort kam sie niemals an. Sie verschwand an diesem Abend spurlos und es gab keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Der Taxifahrer und Adriennes Freund, die kurzfristig verdächtigt wurden, konnten beide ihre Unschuld beweisen. Nur auf das Auto des Täters gibt es einen Hinweis. Eine Überwachungskamera fing Adriennes Bild an einer wenig befahrenen Straßenecke ein und kurz darauf ist zu sehen, wie ein dunkler Kombi um die Ecke biegt, als würde er der jungen Frau folgen. Das ist für die Ermittler jedoch zu wenig Material, um den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Fremde DNA wird an Adrienne diesmal tatsächlich nicht gefunden, was angesichts des Zustands ihres Körpers wenig überraschend ist. So tappt die Polizei nun auch noch in einem weiteren Fall im Dunkeln. Ob der Mord an Adrienne überhaupt vom selben Täter begangen wurde, ist unklar, da sich das Verbrechen etwa 20 Jahre später ereignete als die anderen Taten. Dennoch sehen die Ermittler Parallelen, die in ihren Augen darauf schließen lassen, dass die Serienmorde nun weitergehen oder vielleicht gar nicht aufgehört hatten. Möglicherweise wurden bisher einfach noch keine weiteren Opfer entdeckt. Kurz nach diesem neuen Ermittlungsansatz wird es dann aber schon wieder ruhig. 2 Jahre vergehen ohne weiteren Mord, bei dem die Spuren auf eine mögliche Verbindung zu den anderen bisher bekannten Fällen hindeuten. Stattdessen gelingt den Ermittlern dann im Januar 2015 plötzlich der Durchbruch. Sie haben die Ideen, die Akten aus alten Fällen in der Gegend von Phoenix durchzusehen, bei denen ebenfalls Frauen mit einer ähnlichen Tatwaffe angegriffen wurden. Bei ihren Ermittlungen treffen die Beamten nun auf den Fall einer Frau, die im Jahr 1988 in der Paradise Valley Mall in Phoenix attackiert wurde. Sie überlebte und zeigte den Täter an, woraufhin dieser schon kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Es handelte sich um einen Mann namens Brian Patrick Miller, der zu der Zeit erst 17 Jahre alt war. Für den Angriff auf die Frau kam er 1 Jahr lang in den Jugendvollzug. Die Ermittler haben das Gefühl, dass sie jetzt endlich auf der richtigen Spur sind.
Sie überprüfen daher, ob Miller nochmal auffällig wurde und wie sein weiteres Leben verlief. So finden sie heraus, dass er im Jahr 1998 nach Washington zog und dort im Jahr 2002 verhaftet wurde, weil er einer Frau in den Rücken gestochen hat. Er behauptete allerdings, dass die Frau, die er im Auto mitgenommen hat, ihn angriff und er nur aus Notwehr handelte. Miller saß in U-Haft, aber im Gerichtsprozess entschied die Jury zu seinen Gunsten, sodass er wieder auf freien Fuß kam. Er war zu der Zeit bereits verheiratet und hatte eine kleine Tochter. Im Jahr 2003 kehrte er zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter nach Phoenix zurück, was die Beamten seinem Profil auf der Online-Plattform LinkedIn entnehmen. 2006 ließ sich seine Frau dann jedoch von ihm scheiden. Nach weiteren Recherchen erfahren die Ermittler dann Erstaunliches. Miller ist in einigen Kreisen der Stadt Phoenix eine Art Lokalpromi. Er nimmt regelmäßig an Fantasy-Kostümpartys teil und führt seit 2011 sogar eine Art Parallelexistenz in einer ausgedachten Rolle, die er in seiner Freizeit gerne spielt: der Zombiejäger. Er verkleidet sich hierbei mithilfe einer Maske im Steampunk-Look und einer Art abgenutzt wirkender Uniform, die wie eine Requisite aus einer düsteren Filmproduktion wirkt. In seiner selbst aufgelegten Rolle als Zombiejäger fährt Miller auch ein auffälliges Auto. Ein ausgedientes Polizeifahrzeug, das er mit Kunstblut überschüttet hat und das mit der Aufschrift Zombie Hunter verziert wurde. Außerdem sitzt auf der Rückbank häufig eine lebensgroße Puppe, die Miller zu einer Art Zombie gestaltet hat. Wie die Polizei später von Millers Freunden erfährt, steckt er all sein weniges Geld in das Auto und seine kostümierte Identität. Er scheint regelrecht versessen auf seine Rolle und die damit verbundene Anerkennung zu sein. Fotos von seinen Auftritten kursieren im Internet, doch niemand hätte wohl gedacht, dass sich hinter dem gespielten Zombiejäger ein Mann verbergen könnte, der auch in der echten Welt auf die Jagd nach Menschen geht. Bisher ist all dies für die Beamten jedoch nur ein Verdacht. Beweisen können sie ihm noch nichts, denn dafür bräuchten sie Millers DNA. An eine Probe zu kommen, erweist sich dann aber sogar leichter als gedacht. Sie arrangieren ein gefaktes Jobinterview mit ihm, was ihm gerade recht kommt, da er aktuell nur einen sehr schlecht bezahlten Job als Paketverpacker in einem Versandlager hat. Nach dem Interview nehmen sie den Becher mit, aus dem er getrunken hat, und schon haben sie eine Probe seiner DNA. Als die Beamten bereits kurze Zeit später das Ergebnis der Untersuchung erreicht, können sie ihren Augen kaum glauben. Tatsächlich haben sie endlich den bislang unbekannten Serienmörder gefunden, der die Gegend rund um die Stadt Phoenix seit Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt hat und der in Medienberichten bereits unter dem Spitznamen Kennel Killer bekannt wurde. Die Beamten fahren sofort zu ihm nach Hause und lassen die Handschellen klicken. Bei der nachfolgenden Hausdurchsuchung stellen die Ermittler fast 400 Beweismittel sicher und brauchen etwa 62 Seiten, um sie alle in ihrem Durchsuchungsbericht aufzulisten. Unter den Gegenständen befinden sich nicht nur stapelweise Comichefte, etliche 3D-Brillen, Handys und Zombiejäger-Accessoires, sondern auch Millers Computer, auf dem seine Social-Media-Aktivitäten ersichtlich sind. Hierbei machen die Ermittler eine beunruhigende Entdeckung. In einem Internetportal hat Miller zahlreiche Bilder von unbekleideten und kopflosen Frauen geliked. Zwar handelt es sich hierbei um gemalte Bilder, trotzdem ist für die Beamten der Polizei hierdurch Millers Vorliebe für solche Anblicke zu erkennen. Notizen und Zeichnungen, die ebenfalls gefunden werden, lassen auf kranke Fantasien schließen. Trotz der DNA-Beweise plädieren Miller und seine Verteidigung nun tatsächlich auf nicht schuldig. Das Ganze mit der Begründung, dass Miller an einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Er sei in jungen Jahren von seiner Mutter misshandelt worden. Sein Vater starb, als Miller 5 Jahre alt war, und danach habe seine Mutter eine gewalttätige Persönlichkeit entwickelt. Laut Millers Angaben gehörten sowohl körperliche als auch seelische Gewalt zu fast jedem Tag seines frühen Lebens, genauso wie strenge Kontrolle und Bestrafung sowie intime Übergriffe durch seine Mutter. Millers Aussagen können nun nicht mehr zweifelsfrei nachgeprüft werden, da seine Mutter 2010 gestorben ist und keine eindeutigen Beweismittel mehr vorliegen. Die Cousine seiner Mutter bestätigt im Rahmen der Begutachtung aber, dass diese extrem streng war, ihrem Sohn ständig für alles die Schuld gegeben hat und ihn bestraft hat. Angeblich so sehr, dass er Angst vor ihr hatte und von zu Hause flüchten wollte. Die Cousine meint, seine Mutter habe eine Art gespaltene Persönlichkeit gehabt, die von einer Sekunde auf die andere von vermeintlich liebevoll in gehässig und grausam umschlagen konnte. Für den schüchternen, stillen Jungen sei diese Situation unerträglich gewesen, doch das Gericht hat eine klare Meinung zu den Ausführungen der Verteidigung. Was auch immer Miller passiert ist, rechtfertigt nicht, was er getan hat, solange er von den Gutachtern als schuldfähig eingeschätzt wird.
Daher wird es schon kurze Zeit später für die zwei vorsätzlichen Morde, Entführungen und Übergriffe an Angela Brosso und Melanie Burness zum Tode verurteilt. Der Fall Adrienne Salinas bleibt jedoch bis heute ungeklärt. Mangels eindeutiger DNA-Spuren kann Miller nicht nachgewiesen werden, dass er auch in diesem Fall der Täter ist. Für die Tat spricht, dass er neben seinem Zombiejäger-Auto noch einen schwarz-matten Ford Escort hat und in der Nacht, als Adrienne verschwand, weniger als eine Meile entfernt auf einer Party war. Neben diesem offiziell noch ungeklärten Fall wird sogar vermutet, dass Miller noch weitere Opfer hatte. Darunter ein Mädchen namens Brandy Myers, die wie Angela Brosso bereits im Jahr 1992 umgebracht wurde. Millers Ex-Frau berichtet außerdem, dass er ihr erzählt hat, er habe ein Mädchen ermordet, das eines Tages an seiner Haustür geklingelt habe, um Spenden für die Schule zu sammeln. Er habe sie ins Haus gelockt, diverse Male auf sie eingestochen und auch ihren Körper schwer zugerichtet. Bislang konnte ihm jedoch keine der anderen Taten nachgewiesen werden. Fest steht jedoch, dass Miller jahrzehntelang für alle in seinem Umfeld als harmloser, wenn auch etwas exzentrischer Mensch galt. Nur seine Ex-Frau wusste, wie er wirklich war. Trotzdem lebte seine Tochter nach der Scheidung bei ihm. Ihr gegenüber zeigte er sich laut Berichten der Familie sogar als vorbildlicher Vater und es wird vermutet, dass sie von seiner anderen Seite nichts wusste. Außenstehende und Bekannte der Familie haben es jedenfalls nicht geahnt. Millers bester Freund, der ebenfalls Teil der Fantasy-Kostümszene ist, beschreibt ihn als freundlichen, lustigen und eher schweigsamen Mann. Die Beamten halten es für möglich, dass sich Miller mit sich selbst auch nicht ganz einig über seine Taten war. Das schließen sie zumindest daraus, dass er in der Zeit vor seiner Verhaftung plötzlich in die Kirche ging, obwohl er allgemein als nicht religiös bekannt war. Er mietete auch sein Haus von dem ortsansässigen Pastor und seine Tochter wurde regelmäßig zum Gottesdienst abgeholt. Für die Ermittler in diesem Fall erschien Miller wie ein Mann mit zwei Gesichtern. Er hat eine scheinbar harmlose Fassade, doch wenn niemand hinsieht, lebt er seine grausamen Fantasien aus. Wie sich ebenfalls im Laufe der Ermittlungen herausstellte, war Miller zusammen mit seiner Mutter bereits in jungen Jahren in Therapie. Aus alten Berichten und Aufzeichnungen geht hervor, dass Miller die Puppensammlung seiner Mutter zwischen den Beinen aufgeschlitzt hat und eine Art Plan verfasst hat, wie man Frauen das Leben nimmt, um sie dann zu kochen und zu essen, wobei er den Kopf als Andenken aufbewahren würde. Dass sich Millers Mutter diesen Plan ihres Sohnes nicht ausgedacht hat, beweisen seine eigenen Aufzeichnungen darüber, die die Beamten der Polizei als Beweisstücke in Millers Wohnräumen sicherstellen konnten. Trotz mehrerer Therapieversuche und seinem Angriff auf die Frau im Alter von 17 Jahren nahm niemand seine psychische Verfassung ernst genug. Diesen Angriff begründete er später damit, dass die Frau seiner Mutter ähnlich sah oder alternativ auch damit, dass er einfach wissen wollte, wie es sich anfühlt, eine solche Tat zu begehen. Ohne frühzeitige Interventionen konnte Miller jahrzehntelang frei herumlaufen und seine abscheulichen Fantasien ausleben. Einige Ermittler vermuten, dass die Rolle als selbsternannter Zombiejäger Miller eine Möglichkeit dazu gegeben haben könnte, seine Mordlust zu kompensieren. Er schuf sich eine mächtige Persönlichkeit und gewann dadurch Anerkennung. Andere Vermutungen lauten hingegen, Miller wollte dadurch der Realität und seinen schlimmen Erinnerungen entfliehen, doch im Hinblick auf seine abstoßenden Verbrechen wird schnell klar, dass ihm diese vorgespielte Rolle irgendwann nicht mehr ausreichte. Brian Patrick Miller kann nun jedenfalls keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Er wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen, wo er selbst möglicherweise nicht mehr als Jäger, sondern als Gejagter gilt, da er sich durch die Art seiner Verbrechen bei den anderen Insassen vermutlich alles andere als beliebt gemacht hat. Januar 1996. Perth, Australien. Es ist mitten im australischen Sommer. Die Nächte sind lang und animierend zum Ausgehen. So entscheidet sich auch die 18-jährige Sarah Spires, sich an diesem Abend mit Freunden zu treffen. Die Gruppe hat sich in einem Club im gehobenen Stadtteil Claremont verabredet. Es ist Samstag, aber der Club schließt trotzdem um 2 Uhr. Dann fährt Sarah direkt nach Hause. So hat sie es zumindest geplant. Um 2.06 Uhr ruft sie von einer Telefonzelle an der Straße ein Taxi. Das kommt auch schon bald. Schon 3 Minuten nach dem Anruf ist es da. Allerdings sucht der Taxifahrer seinen Fahrgast vergeblich. Die Frau, die das Taxi gerufen hat, ist nicht da. Er fährt also wieder weg, denn er denkt sich, dass seine Dienste nicht mehr benötigt werden. Der Sonntag vergeht, ohne dass jemand etwas von Sarah hört. Noch macht sich aber niemand Gedanken. Handys, über die ständig kommuniziert wird, gibt es zu der Zeit noch kaum und Sarah besitzt keines.
Andauernd zu telefonieren ist auch nicht üblich und außerdem ist es Sonntag und viele Menschen verbringen gerne Zeit zu Hause. So fällt erstmal niemandem auf, dass Sarah in der Nacht gar nicht nach Hause gekommen ist. Als der Montagmorgen anbricht, wundern sich allerdings Sarahs Chef und ihre Kollegen, wo die sonst so pflichtbewusste junge Frau bleibt. Der Vormittag vergeht und sie taucht nicht auf. Auch ans Telefon geht sie nicht. Später macht sich auch ihre Familie Sorgen, weil Sarah nicht zu einem verabredeten Treffen erscheint. Als auch ihre Eltern Sarah nicht erreichen können und erfahren, dass sie nicht bei der Arbeit war und ihre Freunde seit 2 Uhr nachts nichts mehr von ihr gehört haben, wenden sie sich an die Polizei. Sie geben eine Vermisstenanzeige auf, in der Hoffnung, dass ihre Tochter lebendig wiedergefunden wird. Zu diesem Zeitpunkt ahnen sie noch nicht, was wirklich hinter Sarahs Verschwinden steckt und für welche grausamen Überraschungen dieser Fall noch sorgen wird. Die Ermittler tappen völlig im Dunkeln. Sie haben keine Idee, wo Sarah sein könnte und was mit ihr geschehen ist. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Nachdem Sarahs Bild durch die Medien geht, melden sich zwar einige Autofahrer, die die junge Frau in der Nacht an dem öffentlichen Telefon gesehen haben, aber sie haben keine weiteren Personen erkennen können und Sarah stand ganz normal und unauffällig dort, ohne dass es beunruhigende Anzeichen gab. Sie alle sind also einfach weitergefahren. Wie sich schnell herausstellt, gibt es an der Stelle auch keine Straßenkameras. Zwischen Sarahs Anruf beim Taxiunternehmen und der Ankunft des Taxifahrers liegen nur 3 Minuten. Irgendwie ist sie jedoch in dieser kurzen Zeit spurlos verschwunden, ohne dass irgendjemand etwas mitbekommen hat. Während die Polizei hoffnungslos über Sarahs Fall rätselt, erreicht sie 4,5 Monate später eine weitere Vermisstmeldung. Am 9. Juni hat sich eine 23-jährige Betreuerin namens Jane Rimmer in Claremont mit Freunden getroffen. Sie waren im Continental Hotel, einem beliebten Treffpunkt mit gutem Essen und Musik. Schon etwa um Mitternacht hat sich Jane auf den Weg nach Hause gemacht. Dort ist sie aber nie angekommen und niemand hat mehr etwas von ihr gehört. An dieser Stelle gibt es immerhin eine Straßenkamera, aber sie zeigt nur, dass Jane in Richtung ihres Hauses geht. Die Ermittler tappen genauso im Dunkeln wie bei Sarah, haben jedoch eine Ahnung, dass beide Frauen demselben Entführer zum Opfer gefallen sein könnten, da die Fälle sich ähneln und in derselben Gegend passierten. Nur durch Zufall finden die Beamten dann aber heraus, was mit Jane geschehen ist. Am 3. August, 2 Monate nach Janes Verschwinden, macht eine Familie auf einer Autofahrt in der Landschaft nahe Claremont Rast. Während die Kinder Blumen pflücken, machen die Eltern eine grausame Entdeckung. Den halb verwesten Körper einer Frau. Schockiert rufen sie sofort die Polizei. In der Gerichtsmedizin wird festgestellt, dass es sich bei der toten Frau um die vermisste Jane Rimmer handelt. Wegen des bereits ziemlich stark verwesten Zustands kann die Identität nur noch anhand der Zahnarztbefunde sicher bestimmt werden. Die Ermittler vermuten, dass Jane zum Opfer eines intimen Übergriffs wurde, doch auch das können sie aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nicht mehr nachweisen. Offensichtlich ist, dass die Frau ermordet wurde, aber die Todesursache kann nicht genau festgestellt werden. Sowohl starke Würgemale als auch Schnitte im Halsbereich sind zu erkennen. Mindestens eins von beidem hat mit Sicherheit zum Tod geführt, aber was genau ausschlaggebend war, lässt sich nicht eindeutig sagen. In der Nähe des Fundortes wird zudem ein Messer entdeckt, an dem aber keine Fingerabdrücke zu finden sind. Zeugen berichten, dass sie zu der Zeit, in der der Mord vermutlich stattgefunden hat, Schreie aus der Richtung des Fundortes gehört haben. Sie haben die Worte "Lass mich allein" und "Lass mich hier raus" verstanden, dann brachen die Schreie plötzlich ab. Hinweise auf den Täter hat hingegen niemand. Die Zeugen haben nur die Rücklichter eines Autos gesehen, ohne jedoch den Fahrzeugtyp oder irgendetwas anderes Brauchbares zu erkennen. Janes stark verwester Körper weist auch keine fremden DNA-Spuren mehr auf. Mangels konkreter Anhaltspunkte bleibt Janes Fall genauso ungelöst wie der von Sarah. Auch wenn von Sarah immer noch jede Spur fehlt, haben die Polizisten nun aber den Verdacht, dass ein Serienkiller in der Gegend von Claremont sein Unwesen treibt. Diese Theorie wird untermauert, als die 27-jährige Anwältin Sierra Glennon nach einer Party im Continental Hotel am 15. März 1997 spurlos verschwindet. 2 Wochen später wird sie leblos in der Landschaft gefunden. Sie machte sich um kurz nach Mitternacht zu Fuß auf den Weg nach Hause, hoffte aber, unterwegs ein Taxi anhalten zu können. Stattdessen hat jemand ganz anderes neben ihr angehalten. 3 Zeugen berichten, dass sie die junge Frau gesehen haben, wie sie mit jemandem in einem weißen oder cremefarbenen Auto sprach. Da es nicht so aussah, als gäbe es einen Grund zur Besorgnis, haben sie sich nicht weiter darum gekümmert.
Doch die Beamten vermuten, dass es Sierras Mörder und vermutlich auch der von Sarah und Jane gewesen sein muss, der in dem besagten Auto saß. Wenig später nahm er Sierra auf grausame Art das Leben. In der Autopsie wird festgestellt, dass Sierra ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat, tödlich waren aber die Schnitte an ihrem Hals. Dem Zustand ihrer Kleidung nach spricht alles dafür, dass sich der Täter auch an ihr vergangen hatte. Ihr lebloser Körper wurde notdürftig versteckt, aber ist noch nicht verwest. Das ist die Chance für die Ermittler, Beweise zu finden. Tatsächlich entdecken sie fremde DNA unter Sierras Fingernägeln. Sie hat sich offensichtlich gewehrt. Das zeigen auch die Abwehrverletzungen an ihren Armen. Mit der DNA haben die Beamten nun ein wichtiges Beweismittel, allerdings nützt ihnen das nur etwas, wenn es dazu auch einen Verdächtigen gibt, dessen DNA im Vergleich getestet werden kann. Bisher gibt es jedoch keine Hinweise aus der Bevölkerung, die zu einem möglichen Täter führen. Da sich die drei Opfer nicht kannten, ist nahezu ausgeschlossen, dass es jemand aus dem persönlichen Umfeld war. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass sich der Serientäter seine Opfer wahllos aussucht, weil er einfach Spaß daran hat, sich an Frauen zu vergehen und sie umzubringen. Zunächst liegt der Verdacht nahe, dass es ein Taxifahrer sein könnte. Daher werden etliche Taxifahrer, die in der Gegend tätig sind, befragt und ihre DNA wird getestet. Gegen keinen von ihnen erhärtet sich jedoch der Verdacht. Als die Polizei nun die Liste einschlägig polizeibekannter Männer durchgeht, sticht ihnen ein Name besonders ins Auge. Lance Williams. Der 41-Jährige fällt immer wieder auf, weil er nachts im Auto herumfährt und Frauen anbietet, sie mitzunehmen. Statt einzusteigen, informierten einige der Frauen die Polizei darüber, dass sich möglicherweise ein Frauenentführer in der Gegend herumtreibt. Das hat schon begonnen, bevor Sarah, Jane und Sierra verschwunden sind und geht auch danach noch weiter. Um dem Verdacht nachzugehen, wird eine Undercover-Ermittlerin auf Williams angesetzt. Tatsächlich tappt er in die Falle. Er spricht die Ermittlerin auf der Straße an und versucht, sie zum Einsteigen in sein Auto zu überreden. Das ist für die Polizei Grund genug für die Annahme, dass er ein potenzieller Entführer sein könnte und möglicherweise auch ein Mörder, wenn er tatsächlich für die untersuchten Taten verantwortlich ist. Genau das kann ihm aber nicht nachgewiesen werden. Genauso wenig wie, dass er überhaupt verwerfliche Absichten dabei hat, Frauen im Auto mitnehmen zu wollen. Er selbst beharrt darauf, dass er nichts mit den Taten zu tun hat und nicht mehr darüber weiß, als in den Medien bereits berichtet wurde. Mangels konkreter Anhaltspunkte für tatsächliche Straftaten kann Williams nicht verhaftet werden. Er kommt auf freien Fuß, bleibt aber weiterhin im Visier der Ermittlungen. Warum auch immer, wird allem Anschein nach erst im Jahr 2008 überprüft, ob seine DNA mit der DNA des Täters übereinstimmt. Das Ergebnis ist negativ. Williams wurde jahrelang unschuldig verdächtigt, sodass seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigt wurde. 10 Jahre nachdem seine Unschuld endlich bewiesen wurde, stirbt Williams. Später im Jahr 2008, nachdem festgestellt wurde, dass die DNA nicht zu Williams gehört, geben die Ermittler die Probe in eine internationale Datenbank ein. So bemerken sie einen anderen Verdächtigen, einen Engländer namens Mark Dixie. Dieser ist wirklich ein Straftäter. Er hat im Jahr 2005 in London eine Frau namens Sally Ann Bowman ermordet. Auch diesen Fall habe ich auf dem Kanal schon vor einiger Zeit behandelt und ich werde euch den Link dazu ganz am Ende dieses Videos in die Endcard packen. Für dieses Verbrechen sitzt Dixie im Gefängnis, allerdings geschahen die Taten in Australien ja bereits in den Jahren 1996 und 1997, also lange vor der Tat in London und vor Dixies Verurteilung. Der Grund, warum die Polizei ihn verdächtigt, ist, dass er in den 1990er Jahren viel Zeit in Australien verbracht hat und dabei auch oft in Claremont war. Diesmal wird gleich die DNA abgeglichen und es stellt sich heraus, dass die Ermittler wieder den Falschen im Visier haben. Allerdings lösen sie dabei ganz zufällig einen anderen ungeklärten Fall. In Perth wurde im Jahr 1997 nämlich noch eine Frau zum Opfer eines intimen Übergriffs, sie konnte aber fliehen, bevor der Täter sie umbringen konnte. Es waren also zur selben Zeit, in derselben Stadt, zwei verschiedene Mörder unterwegs. Wer für die Taten an Jane und Sierra und vermutlich auch an der immer noch spurlos verschwundenen Sarah verantwortlich ist, bleibt jedoch immer noch im Dunkeln. Der Täter scheint weder Polizei bekannt zu sein, noch durch sein Verhalten aufzufallen. So müssen es die Beamten, zumindest angesichts der langen und erfolglosen Ermittlungen, glauben und gleichzeitig befürchten, dass sie den Täter niemals finden. Ihre einzige Chance ist, dass er sich irgendwann doch verrät oder dass andere Taten von ihm aufgedeckt werden.
Und genau das passiert tatsächlich, als die Ermittler rein zufällig auf eine DNA-Übereinstimmung mit einem weiteren Kriminalfall stoßen. Im Jahr 1995 wurde ein 17-jähriges Mädchen entführt und der Täter verging sich auf einem Friedhof an ihr. Der Mann versuchte, sie umzubringen, aber sie wehrte sich erfolgreich. Die junge Frau ging zur Polizei, aber sie konnte keine brauchbaren Hinweise auf den Täter geben. Jedenfalls bis auf die DNA-Spuren, die an ihr zurückgeblieben waren. Da die DNA zu keinem bekannten Verdächtigen passte, nützte das bisher nichts. Und auch jetzt, wo sich herausgestellt hat, dass es derselbe Täter wie bei Sierra und vermutlich auch den anderen beiden Frauen ist, bringt es erstmal nichts. Die Polizei weiß jetzt nur mit Sicherheit, dass der gesuchte Mann noch mehr Opfer hatte. Zu wem die DNA gehört, ist jedoch weiterhin unklar. Auch wenn es bisher aussichtslos erscheint, suchen die Ermittler weiter. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2016, 20 Jahre nachdem die Ermittlungen begonnen haben. Die Beamten durchforsten die Datenbank der ähnlichen Straftaten, die in dem Zeitraum der Morde in dieser Gegend stattgefunden haben. Dabei stoßen sie auf einen Fall aus dem Jahr 1988, wo ein Unbekannter in ein Familienhaus eingebrochen ist, um sich an der 18-jährigen Tochter in ihrem Zimmer zu vergehen. Zum Glück konnte das Mädchen um Hilfe rufen, bevor dem Mann der Übergriff gelang. Ihr Vater schlug den Täter in die Flucht und dieser verschwand spurlos. Allerdings ließ er seine DNA zurück. Er hatte nämlich vorher einen Kimono von der Wäscheleine in einem Nachbargarten gestohlen und ihn nun bei der Flucht im Zimmer verloren. Da ist nun also wieder diese DNA, die zu niemandem zu passen scheint. Der Mann fasste jedoch auch den Türgriff mit bloßen Händen an und hinterließ dabei seine Fingerabdrücke. Jetzt tritt endlich die entscheidende Wendung ein, denn die Fingerabdrücke sind bei einer öffentlichen Institution gespeichert. Nicht aber bei der Polizei oder einem Gefängnis, sondern bei einem Krankenhaus. Es handelt sich bei dem mutmaßlichen Täter um den mittlerweile 52-jährigen Bradley Robert Edwards, einem Krankenhaustechniker. Er ist im Krankenhaus sogar als krimineller Triebtäter bekannt, denn er hat im Jahr 1980 versucht, sich an einer Kollegin zu vergehen. Sie konnte sich allerdings erfolgreich wehren und meldete den Vorfall daraufhin bei der Krankenhausleitung. Edwards rechtfertigte sich damit, dass er gerade eine schwere Phase durchmachte. Seine Freundin würde ihn unter Druck setzen, sie zu heiraten, sagte er. Statt entlassen zu werden, bekam Edwards deswegen eine Beförderung. Die einzige Auflage war, dass er eine Verhaltenstherapie macht. Kurz darauf heiratete er seine Freundin wirklich und fiel offiziell nie wieder auf, doch anscheinend hat die Therapie nicht geholfen, denn er führte offenbar ein zweites Leben als Triebtäter und Mörder. Das musste die Polizei aber erstmal eindeutig beweisen. Die Fingerabdrücke passen zwar zu denen im Zimmer des Opfers, aber nur mit der DNA kann er der Übergriffe und Morde aus den Jahren 1995 bis 1997 überführt werden. Zuerst versuchen die Ermittler in einer Vernehmung von ihm ein Geständnis zu bekommen, aber er leugnet, etwas mit den Taten zu tun zu haben. Auch eine DNA-Probe will er nicht abgeben. So muss die Polizei ihn erstmal wieder freilassen, gibt aber nicht auf. Undercover-Ermittler heften sich an seine Fersen, in der Hoffnung, irgendwie an seine DNA zu gelangen. Als er im Kino etwas trinkt und die Flasche einfach stehen lässt, ist der große Moment gekommen. Die Ermittler schnappen sich die Flasche und testen die DNA. Tatsächlich bekommen sie endlich das erhoffte Ergebnis. Edwards ist der Mann, den sie seit 20 Jahren suchen. Es ist der 22. Dezember 2016, als die Beamten das Testergebnis der DNA bekommen und sie verlieren keine Sekunde Zeit. Edwards wird wegen der Entführung, den Übergriffen und der Ermordung von Jane, Sierra und auch Sarah angeklagt, obwohl Sarahs lebloser Körper weiterhin nicht gefunden wurde. Edwards leugnet im Verhör immer noch, etwas mit den drei Taten zu tun zu haben. Allerdings belegt der DNA-Beweis eindeutig seine Schuld, zumindest für den Mord an Sierra. Dann macht Edwards einen dummen Fehler. Er gibt zu, dass er sich im Jahr 1995 an dem 17-jährigen Mädchen auf dem Friedhof vergangen hat und gesteht auch, dass er 1988 in das Zimmer der 18-Jährigen eingebrochen ist, um auch mit ihr selbiges zu tun. Was er dabei nicht weiß oder nicht bedenkt, die DNA, die bei den beiden Opfern gefunden wurde, stimmt mit der DNA überein, die unter Sierras Fingernägeln nachgewiesen wurde. Indem er die beiden früheren Taten zugibt, gesteht er also unwissentlich auch, dass er der Mörder von Sierra und somit sehr wahrscheinlich auch der von Jane und Sarah ist. Um noch mehr Beweise zu finden, durchsuchen die Beamten sein Haus. Im Wohnhaus finden sie zwar erstmal nichts, aber in der Garage entdecken sie allerhand Dinge, die ihre bisherigen Vermutungen untermauern. Eine Sammlung weiblicher Unterwäsche, brutale Intimspielzeuge sowie Fotos, die zeigen, wie Frauen zum Opfer von Übergriffen werden.
Auch das Auto, das Edwards fährt, sehen sie in der Garage. Es ist ein Firmenwagen, der seit Anfang der 90er Jahre exklusiv Edwards zur Verfügung steht. Das Auto passt auf die Beschreibung des Fahrzeugs, das neben Sierra gehalten hat, bevor sie verschwand. Als das Bild des Wagens durch die Medien geht, melden sich diverse Frauen, die von einem Mann aus genau diesem Auto angesprochen wurden, jedoch zum Glück nicht eingestiegen sind. Außerdem wird der Autoteppich mit Textilfasern verglichen, die an den leblosen Körpern von Jane und Sierra gefunden wurden. Die Fasern stimmen überein und somit haben die Ermittler nun auch den eindeutigen Beweis, dass Edwards auch für Janes Tod verantwortlich ist. Nur die Tat an Sarah können sie ihm nicht nachweisen, da ihr Körper nicht auffindbar ist und es auch keine anderen Beweismittel gibt. Daran ändert sich auch in den 3 Jahren nichts, die vergehen, bis der Gerichtsprozess gegen Edwards beginnt. In der Verhandlung bestehen Edwards und seine Anwälte darauf, dass er unschuldig sei, doch die Beweislage lässt keine Zweifel an seiner Schuld zu. Die Verteidigung argumentiert zwar, die DNA sei zu alt und die Proben könnten verunreinigt worden sein, jedoch wird Edwards für die Morde an Sierra und Jane zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 40 Jahren kann er eine vorzeitige Entlassung beantragen, aber dann ist er Mitte 90, also ist davon auszugehen, dass er dann niemandem mehr Schaden zufügen kann. Was bleibt, ist die Frage, warum Edwards diese schrecklichen Taten begangen hat. Die Ermittler haben eine so einfache wie schockierende Erklärung. Edwards sei psychisch krank. In den Augen der Beamten zeigen das nicht nur die Beweisstücke aus seiner Garage, sondern auch die Entwicklung seiner Taten parallel zu seinem Privatleben. Wenn man beachtet, dass Edwards bereits im Jahr 1980 eine Frau gewalttätig angegriffen hat und versucht hat, sich an ihr zu vergehen, erscheint es offensichtlich, dass der Hass auf Frauen tief in ihm drin sitzt oder er seine Triebe einfach nicht unter Kontrolle hat. Damals rechtfertigte er sich mit Beziehungsproblemen und für die Ermittler ist anzunehmen, dass er sich tatsächlich aufgrund seiner problematischen Beziehung zu seiner damaligen Frau nicht mehr beherrschen konnte. Mit der Zeit wurde er immer brutaler und das Ganze gipfelte, als seine Frau Anfang 1996 die Scheidung einreichte. Weniger als eine Woche später verschwand Sarah Spires vom Erdboden. Im Frühling bekam Edwards die nächste Botschaft, die seinen Hass auf Frauen vermeintlich weiter schürte. Seine Ex-Frau und ihr neuer Freund erwarten ein Kind. Kurz darauf ermordete Edwards Jane Rimmer. Danach war es eine Zeit lang ruhig, zumindest weiß man von keinen weiteren Opfern. Anfang 1997 lernte Edwards eine Frau kennen, in die er sich wohl ernsthaft verliebte, doch sie beendete die Beziehung schon nach kurzer Zeit. Es folgte die Ermordung von Sierra Glennon. Die Ermittler halten es für auffällig, dass Edwards nicht die Frauen angriff, mit denen er eine Beziehung hatte und auf die er eigentlich wütend war, sondern völlig fremde Frauen, zu denen er keinerlei emotionale Verbindung hatte. Das Glück für alle Frauen aus der Gegend war, dass er im April 1997, nur einen Monat nach seinem letzten bekannten Mord, eine neue Frau kennenlernte. Er heiratete sie sofort und von da an gab es in Clermont keine Übergriffe und Morde an zufälligen Opfern mehr. Die Beamten der Polizei halten es jedoch auch für denkbar, dass er seine Opfer einfach besser versteckt hat. Selbst wenn er zwischendurch die Verbrechen aufgegeben hat, ist nicht auszuschließen, dass er es bald wieder angefangen hätte. Kurz vor seiner Verhaftung hat sich nämlich auch seine zweite Ehefrau von ihm getrennt. So kam die Verhaftung möglicherweise gerade rechtzeitig, um eine erneute Serie von Gewalttaten in Clermont zu verhindern. Februar 1999. Eureka, Kalifornien, USA. Die 42-jährige Carol Sund bereitete sich an diesem Morgen auf einen gemeinsamen Urlaub mit ihrer Tochter Julie und deren Freundin, der 16-jährigen Silvina Pelosso, vor. Silvina war eine Austauschschülerin aus Argentinien, die schon seit etwa 3 Monaten bei den Sunds als Gastfamilie wohnte und mit der sich die Familie schon seit Beginn an gut verstand. Carols Mann, der 43-jährige Jens Sund, war wie auch seine Frau ein bekannter Immobilienmakler aus der Gegend. Er konnte die drei diesmal nicht auf den Ausflug begleiten, da bei ihm selbst eine Geschäftsreise anstand, die mit dem Reisezeitraum kollidierte. Nachdem sie ihre Koffer gepackt hatten, verließen Carol und die beiden Mädchen das Haus der Familie Sund und flogen gemeinsam nach San Francisco, wo Carol für die Reise ein Auto mietete. Sie stiegen in den Mietwagen und machten sich zunächst auf die Reise zum Campus der University of the Pacific, wo Carols Tochter Julie an einem Cheerleading-Wettbewerb teilnahm. Im Anschluss sollte der gemeinsame Trip erst richtig beginnen. Carol, Julie und Silvina planten einen Kurzurlaub im Westen des Yosemite Nationalparks, ein etwa 3100 Quadratkilometer großer Nationalpark in Kalifornien, östlich von San Francisco.
Sie fuhren in die kleine Stadt El Portal, die an den Yosemite National Park angrenzt. Ganz in der Nähe lag die Cedar Lodge, eine Unterkunft für Touristen und Besucher des Nationalparks, wo Carol zuvor bereits ein Zimmer für sich und die beiden Mädchen gebucht hatte. Hier checkten sie am Morgen des 14. Februar ein. Sie packten ihre Koffer aus und schauten sich die beeindruckende Natur rund um die Unterkunft an. Nach einem ruhigen Start in die gemeinsame Urlaubszeit machten sich die drei am nächsten Morgen gemeinsam auf den Weg, um in den Park wandern zu gehen und sich die riesigen Mammutbäume in der Gegend rund um Tulum Grove anzusehen. Sie verbrachten den ganzen Tag lang Zeit in dem Park und kamen erst am Abend wieder zur Lodge zurück, wo sie sich an der Rezeption einige Filme ausliehen, um diese gemeinsam auf ihrem Zimmer anzusehen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte, dies sollte das letzte Mal gewesen sein, dass die Mitarbeiter der Lodge die drei Gäste sahen. Am nächsten Morgen wartete Carols Mann Jens am Flughafen von San Francisco auf seine Frau und die beiden Mädchen, denn ursprünglich war geplant, dass sich die vier dort treffen und gemeinsam nach Arizona fliegen, sobald Jens sein Geschäftsmeeting beendet hatte und die Frauen von ihrem kurzen Ausflug in den Yosemite Park zurückgekehrt sind. Parallel dazu betraten bereits die ersten Mitarbeiter der Cedar Lodge das von Carol gemietete Zimmer. Carol, Julie und Silvina waren nicht mehr dort. Der Checkout der drei Frauen wurde bereits im Voraus abgewickelt und die Zimmerschlüssel lagen auf dem Tisch im Schlafzimmer, so wie es im Vorfeld besprochen wurde. Als Jens Sand seine Familie auch nach einiger Zeit des Wartens nicht am Flughafen entdecken konnte, vermutete er, dass die drei möglicherweise bereits vor ihm nach Arizona geflogen waren und dort bereits auf ihn warten könnten. Auch Jens stieg nun in das nächste Flugzeug, doch als er am Zielflughafen ankam, konnte er immer noch keine Spur von seiner Frau und den Mädchen entdecken. Er entschloss sich erneut, einige Zeit lang zu warten und verbrachte schließlich sogar die Nacht in der Stadt. Am nächsten Morgen machte er sich immer größere Sorgen und spielte eine Runde Golf, um sich abzulenken und um die Wartezeit zu überbrücken, doch als Carol ihn auch an diesem Morgen nicht kontaktierte, wandte er sich schließlich an die Polizei, um Carol, Julie und Silvina als vermisst zu melden. Die Ermittler der Polizei machten sich umgehend an die Arbeit und stellten erste Nachforschungen zu dem Verschwinden an. Eine Überprüfung der Buchungsdaten für den Leihwagen ergab, dass Carol das Auto bisher noch nicht zurückgegeben hatte und auch keine Verlängerung des Mietzeitraums beantragte. Die Polizisten aus der Gegend und auch der Sicherheitsdienst des Yosemite Parks begannen schon kurz darauf mit der Suche in der Gegend, wo die drei Frauen zum letzten Mal gesehen wurden. Zunächst vermuteten die Suchkräfte, dass die Frauen von den Hauptwanderwegen abgekommen waren und sich in den dicht bewachsenen Wäldern verlaufen hatten. Die Suche lief schnell in vollem Gange. Erst vergingen Stunden, dann schließlich Tage, ohne jede Spur von Carol, den Mädchen oder dem auffälligen roten Mietwagen. Nach einigen Tagen der Suche machten die Ermittler dann eine eigenartige Entdeckung. Carols Portemonnaie konnte auf einer Straße in der Stadt Modesto gefunden werden, etwa 150 Kilometer entfernt von der Cedar Lodge und etwa mittig auf dem Weg zwischen dem Yosemite National Park und San Francisco. Ihr Ausweis, Bargeld und ihre Kreditkarten waren immer noch im Portemonnaie enthalten. Die Ermittler des inzwischen ebenfalls an der Suche beteiligten FBI hielten es zu diesem Zeitpunkt für möglich, dass Carol, Julie und Silvina einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten. Der FBI-Agent Nick Rossi äußerte sich am 26. Februar als erster Ermittler öffentlich zu dem Fall und erklärte: "Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht genügend Beweise entdeckt, um mit Sicherheit sagen zu können, ob wir es hierbei mit einem tragischen Unfall oder mit einem Verbrechen zu tun haben." Nach 2 Wochen der weiteren Ermittlungen mit Hilfe riesiger Suchtrupps, die rund um die Uhr mit dem Fall beschäftigt waren und die Gegend im Radius von etwa 30 Meilen gründlich absuchten, konnte immer noch keine heiße Spur entdeckt werden. Die Einschätzung des Falls durch das FBI hatte sich in der Zwischenzeit jedoch verändert. Der leitende FBI-Agent James Maddock erklärte: "Wir sind uns fast sicher, dass die Frauen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind." Nach dem Fund von Carol Sands Portemonnaie in einem Wohngebiet der Stadt Modesto arbeiteten die Polizei und das FBI Hand in Hand, um die Anwohner der Gegend und Ladenbesitzer aus dem Umfeld zu befragen. 12 Tage nach dem Verschwinden von Carol, Julie und Silvina erklärte das FBI schließlich, dass sie den Fall nun nicht mehr wie einen vermissten Fall behandeln würden, sondern wie einen potenziellen Mord. Nachdem auch die Überprüfung von über 1000 verschiedenen Hinweisen aus der Bevölkerung keinen nennenswerten Erfolg brachte, weitete das FBI die Suche nach den Frauen aus, indem zusätzliche Luftunterstützung und auch digitale Ermittlungsansätze hinzugezogen wurden.
Carrolls Ehemann bot der Öffentlichkeit inzwischen sogar eine Belohnung von über 250.000 US-Dollar für Hinweise an, die zu dem Fund seiner Frau und den beiden Mädchen führen. Auch nachdem er diese Summe ein paar Wochen später auf über 300.000 Dollar erhöhte, konnte niemand den entscheidenden Hinweis liefern. Es sollte noch einige weitere Wochen dauern, bis ein Wanderer am 18. März eine schockierende Entdeckung machte. Bei seinem Ausflug in die Wälder des Stanislaus Forest nahe des Highway 108 bemerkte der Mann einen ausgebrannten 1999er Pontiac desselben Modells wie der Mietwagen von Carol Sund. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Beamten der California Highway Patrol an dem Fundort eintrafen und anhand des Nummernschildes bestätigen konnten, dass es sich bei diesem Fahrzeug tatsächlich um den verschollenen Leihwagen der Sunds handelte. Die Polizisten sperrten die Fundstelle ab und informierten umgehend das FBI, dessen Ermittler am nächsten Morgen, dem 19. März, die Fundstelle und das Auto untersuchten. Als die Beamten den Kofferraum des Fahrzeugs öffneten, sahen sie die leblosen Körper zweier Menschen, die durch die Einwirkungen des Feuers nicht mehr mit bloßem Auge identifiziert werden konnten. Nach einer Überprüfung der zahnärztlichen Aufzeichnungen im Laufe der nachfolgenden Tage konnten die Ermittler schließlich bestätigen, dass es sich bei den im Kofferraum gefundenen Personen um Carol Sund und Sylvina Pelosso handelte. Von Julie fehlte weiterhin jede Spur, doch das FBI vermutete, dass sie ein ähnliches Schicksal ereilt haben könnte. Nachdem die Suche in der Umgebung der Fundstelle und die Befragung von Anwohnern keinen Hinweis auf Julies Aufenthaltsort liefern konnte, sollte es noch etwa eine Woche dauern, bis sich die Befürchtungen des FBI bestätigen würden. Die Beamten der Polizei erhielten schon bald einen Brief mit einer handgezeichneten Landkarte. Neben der Landkarte standen die Worte: "Mit dieser hier hatten wir Spaß." Die Ermittler nahmen den anonymen Brief ernst und schickten einige Polizisten zu der markierten Stelle. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten erkannten, dass es sich bei dem Brief nicht etwa um einen kranken Scherz handelte, sondern um eine Nachricht des wahren Täters. Am 25. März konnte Julie Sunds lebloser Körper, wie auf der Landkarte eingezeichnet, in der Nähe des Lake Pedro, einige Meilen entfernt von dem Fundort des Autos, mit Schnittspuren im Halsbereich gefunden werden. Den Ermittlern wurde nun klar, dass alle drei der vermissten Frauen zu Opfern eines grausamen Verbrechens geworden waren. Das FBI stellte nun eine eigene Taskforce zusammen, die sich ausschließlich mit der Suche nach Verdächtigen befassen sollte. In einem Radius von etwa 75 Meilen wurden zahlreiche Kriminelle aus der Gegend genauer durchleuchtet, die in der Vergangenheit bereits für ihre Verbrechen verurteilt wurden. Da es dem Täter gelang, den auffälligen roten Mietwagen ungesehen von der Cedar Lodge bis zum finalen Fundort zu fahren und er das Auto an einem schwer zugänglichen Ort abstellte, bevor er es in Brand setzte, vermuten die Beamten des FBI, dass er sich in der umliegenden Gegend gut auskannte und möglicherweise sogar nicht weit entfernt wohnte. Einige Wochen vergingen, bis im April schließlich vier Personen vor Gericht zu dem Mordfall befragt werden. Die vier Männer wurden in den vergangenen Monaten für Verbrechen unterschiedlichster Art inhaftiert und zählten für das FBI zum Kreis der Verdächtigen. Obwohl alle von ihnen abstritten, an den drei Morden beteiligt zu sein, gingen die Ermittler des FBI davon aus, die richtigen Täter gefunden zu haben. Für sie war es nur eine Frage der Zeit, bis sie die nötigen Beweise entdecken, um die vier inhaftierten Männer mit dem Fall in Verbindung zu bringen. Die Öffentlichkeit atmete auf und nach Monaten der Angst ging zum ersten Mal wieder ein Gefühl von Sicherheit durch die Bevölkerung. Diese Sicherheit sollte dennoch trügen, denn schon drei Wochen später wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, als sich ein Mann telefonisch bei den Parkrangern des Yosemite National Parks meldete und angab, dass seine Bekannte, die 26-jährige Joey Armstrong, verschwunden sei. Die Parkranger gingen dem Hinweis nach und machten sich auf den Weg in eine kleine Gemeinde namens Forrester, wo Joey gemeinsam mit vielen anderen Mitarbeitern des Nationalparks in einer von vielen kleinen Hütten wohnte. Nachdem die Ranger Joey nicht an ihrer Behausung antreffen konnten, durchsuchten sie die umliegende Gegend. Auf einem nahegelegenen Campingplatz machten sie dann eine grausige Entdeckung. Sie fanden den schwer zugerichteten, leblosen Körper der 26-Jährigen, der getrennt von ihrem Kopf dort lag. Zum Zeitpunkt ihres Todes, der von den Gerichtsmedizinern auf den 21. Juli geschätzt wurde, war Joey nur wenige Stunden davon entfernt, eine Reise nach Sausalito in Kalifornien anzutreten, wo sie einige Zeit lang bei einem guten Freund unterkommen wollte. Als sie nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen war, machte sich ihr Freund Sorgen und rief die Ranger des Parks an, damit diese nach Joey schauen. Dies konnte schließlich durch die Beamten der Polizei bestätigt werden, als sie vor ihrer kleinen Hütte ihr Auto untersuchten und sahen, dass Joey bereits ihre Koffer für den Ausflug gepackt und im Auto verstaut hatte.
Das FBI sah nun ein, dass die Inhaftierung der vier verdächtigen Männer den Tod von Joey Armstrong nicht verhindern konnte und dass der gesuchte Täter immer noch auf freiem Fuß war. Sie nahmen die Ermittlungen erneut auf, doch diesmal sollte es nicht einmal 48 Stunden dauern, bis der leitende Ermittler des FBI, James Madoc, öffentlich von einem wichtigen Durchbruch berichtete. Bei einer Pressekonferenz erklärte Madoc, dass das FBI einen Mann in Gewahrsam genommen habe, der unter dringendem Tatverdacht in Bezug auf die ungeklärten Morde steht. Bei der nun verhafteten Person handelte es sich um den 37-jährigen Cary Stainer, der als Handwerker in der Cedar Lodge arbeitete, der Unterkunft, in der Carol Sund für sich, ihre Tochter Julie und deren Freundin Sylvina das Zimmer gebucht hatte. Cary Stainer wurde bereits kurz nach den ersten drei Morden von den Ermittlern routinemäßig befragt, doch da zu diesem Zeitpunkt nichts auf dessen Beteiligung an dem Verbrechen hindeutete, ließ man ihn schon kurz nach der Befragung wieder gehen. Als nun jedoch auch die Ermittlungen im Fall Joey Armstrong in vollem Gange waren, wurde Cary Stainer erneut von den Polizisten verhört. Diesmal schauten sich die Beamten parallel sein Auto an und konfiszierten seinen Rucksack für weitere Untersuchungen. Da die bisherigen Indizien der Ermittler noch nicht für eine Inhaftierung Stainers ausreichten, ließen sie ihn vorläufig unter der Bedingung gehen, dass er die Gegend von El Portel nicht verlässt. Gegenüber der Presse gaben Augenzeugen kurz nach Stainers Entlassung aus dem Polizeigewahrsam an, dass dieser sich lautstark über die Konfiszierung seines Rucksacks und die Untersuchung seines Fahrzeugs ärgerte. Noch am selben Nachmittag durchsuchten die Beamten des FBI schließlich auch seine Wohnung, wobei sie Spuren entdeckten, die Cary Stainer mit den Morden an den vier Frauen in Verbindung brachten, jedoch gaben sie zunächst nicht öffentlich bekannt, um welche Spuren es sich hierbei genau handelte. Als die Ermittler des FBI Stainer am 23. Juli verhaften wollen, war dieser nicht mehr vor Ort. Er hatte sich parallel zu der Durchsuchung seiner Wohnung aus der Gegend entfernt, doch bereits am nächsten Tag wurde er von dem Geschäftsführer eines Nudistencamps der Polizei gemeldet. Stainer war hier ein Stammgast und der Besitzer der Anlage erkannte seinen Gast auf den Fotos wieder, die überall in den Medien auftauchten. Nach seiner Festnahme durch die Polizei wurde Cary Stainer einem gründlichen Verhör unterzogen, bis das FBI bereits am selben Abend genügend Beweismaterial und belastende Aussagen gesammelt hatte, um Stainer wegen der vier Morde zu verhaften. Über die nächsten Tage wurde Stainer am Sonntag zunächst nach Fresno und am Montag schließlich nach Sacramento transportiert, um die ersten Gerichtstermine einzuleiten. Dann traf Stainer eine Entscheidung, mit der niemand der Beamten rechnete. Noch am selben Montag äußerte sich Cary Stainer gegenüber einem Reporter der Presse und erklärte: "Ich bin schuldig. Ich habe Carol Sund, Julie Sund, Sylvina Pelosso und Joey Armstrong ermordet. Ich habe mich jedoch an keiner dieser Frauen vergangen." In seinen nachfolgenden Interviews berichtete Stainer, er habe schon seit mehr als 30 Jahren darüber fantasiert, Morde zu begehen, und er beschreibt seine Taten in grausamem Detail. So habe er Carol und Sylvina noch in der Lodge das Leben genommen und sei dann mit Julie zum nahegelegenen Lake Pedro gefahren, wo er am nächsten Morgen auch ihr Leben beendete. Carol und Sylvina habe er in deren Mietwagen verstaut und diesen dann im Waldstück geparkt. Etwa zwei Tage nach seinen Verbrechen sei er dann zu dem Fahrzeug zurückgekehrt, um es anzuzünden und um Carols Portemonnaie mitzunehmen. Dieses habe er dann bewusst auf einer Straße in der Stadt Modesto platziert, in der Hoffnung, die Ermittler zu verwirren. Zu dem Mord an Joey Armstrong erklärte Stainer, er habe ursprünglich geglaubt, mit seinen ersten Verbrechen davongekommen zu sein, jedoch habe er dem Drang, Joey ebenfalls das Leben zu nehmen, nicht widerstehen können, nachdem er zufällig mit ihr ins Gespräch gekommen sei. Zum Ende des Interviews richtete sich Stainer an die Hinterbliebenen seiner Opfer und erklärte: "Es tut mir leid, dass ihre Geliebten zu diesen Zeitpunkten an diesen Orten waren. Ich wünschte, ich hätte mich selbst besser unter Kontrolle gehabt und dass ich diese Taten nicht begangen hätte." Gegenüber dem FBI gestand Stainer bereits im Verhör am Samstagabend seine Schuld und die Ermittler waren sich diesmal sicher, dass sie nun wirklich den Schuldigen gefunden hatten. Hierbei konnte Stainer den Beamten Informationen liefern, die nur der Täter selbst besitzen konnte, wie beispielsweise die Fundorte der Tatwerkzeuge. Für Cary Stainers Kollegen aus der Cedar Lodge waren die Neuigkeiten zu seiner Verhaftung eine große Überraschung. In seinem beruflichen Umfeld war Stainer nie negativ auffällig geworden und niemand schätzte ihn als den Typ ein, der zu solchen Taten in der Lage ist. Stattdessen erschien er auf der Arbeit immer als ruhiger und freundlicher Mensch. Cary Stainers Vater, Delbert Stainer, berichtete gegenüber der Presse, dass er einen Zusammenhang zwischen Carys Verbrechen und einem wichtigen Ereignis in seiner Lebensgeschichte vermutet. Im Jahr 1972, als Cary gerade 11 Jahre alt war, wurde sein jüngerer Bruder, Stephen, entführt und blieb für einen Zeitraum von über 8 Jahren verschwunden.
Steven hatte es nach dieser langen Zeit irgendwann geschafft, seinen Entführer bei der Polizei zu melden und nach dessen Verhaftung wieder lebendig zu seiner Familie zurückzukehren. Dieser Fall ging auch damals schon durch die Medien und wurde schließlich sogar verfilmt, doch für die Familie Stainer bedeutete die jahrelange Ungewissheit um Steven eine große Belastung. Carrie Stainer wird später noch angeben, dass er sich von seinen Eltern vernachlässigt gefühlt habe, nachdem sein Bruder Steven verschwand und seine Eltern trauerten. Aus ärztlichen Aufzeichnungen und Berichten seiner Familie geht hervor, dass Stainer in frühen Jahren unter Trichotillomanie litt, also einer Störung der Impulskontrolle, bei der sich die Betroffenen neben anderen möglichen Symptomen häufig die eigenen Haare ausreißen. Oft tritt diese Störung komorbid mit anderen Störungsbildern wie beispielsweise einer Zwangsstörung auf, die später auch bei Carrie Stainer diagnostiziert werden würde. Während seiner Schulzeit wurde Stainer aufgrund seiner Krankheitssymptome häufig von seinem Umfeld gehänselt und er gab an, zum Opfer intimer Übergriffe aus dem familiären Umfeld geworden zu sein. Inwiefern diese Ereignisse tatsächlich eine zentrale Rolle für Carrie Stainers spätere Morde spielten, ist nach wie vor umstritten. Während seiner Schulzeit galt Stainer als sehr intelligent und wurde schließlich sogar als kreativster Schüler seiner Stufe bezeichnet. In seinen späteren Verhören wird er gegenüber den Ermittlern der Polizei noch angeben, während all dieser Zeit schon grausame Fantasien zu Verbrechen an Frauen entwickelt zu haben. Nach seinem Highschool-Abschluss arbeitete Stainer zunächst als Fensterinstallateur in einem kleinen Unternehmen, bevor er im Jahr 1997 eine Stelle als Handwerker in der Cedar Lodge annahm und dabei eine kleine Wohnung über der Lodge zur Verfügung gestellt bekam. Für seine damaligen Arbeitgeber wirkte Stainer wie eine ehrliche und fleißige Person. Er führte Reparaturarbeiten rund um die Lodge durch und kümmerte sich bei Bedarf auch um die Anliegen der Kunden. Alle seiner beruflichen Kontakte, die sich öffentlich zu Stainer äußerten, konnten kaum glauben, dass dieser hilfsbereite und freundliche junge Mann zu solch grausamen Verbrechen fähig sein würde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kamen zusätzliche Details ans Tageslicht, die die bisherigen Erkenntnisse in ein neues Licht rückten. Im August 1999 gab das FBI im Rahmen der Beweisauswertung zum Fall Carrie Stainer bekannt, dass dieser in seiner Befragung die intimen Übergriffe auf zwei seiner Opfer, Julie Sand und Silvina Pelosso, gestand. Eine forensische Untersuchung des Schlafzimmers in der Cedar Lodge konnte diese Version der Geschehnisse schnell bestätigen, als die Ermittler Handabdrücke auf der Fensterbank, Spuren von Körperflüssigkeiten auf einer der Bettdecken und Stainers Haare in einem Staubsaugerbeutel entdecken konnten. Auch im Fall Joey Armstrong wurden Haare, Flecken an einem Bettlaken und Fingerabdrücke sichergestellt, die im Nachgang der Untersuchungen auf Carrie Stainer zurückgeführt werden konnten. Im Rahmen der nachfolgenden Gerichtsverhandlungen gelangten die Inhalte der Polizeiverhöre an die Öffentlichkeit. Hierbei beschrieb Stainer den Mord an Joey Armstrong und erklärte, dass er sie unter dem Vorwand eines Überfalls vor ihrem Haus bedrohte und sie zwang, mit ihm hineinzugehen. Er habe sie mit Klebeband gefesselt und im Anschluss in sein Fahrzeug gebracht, das Auto gestartet und sei mit Joey losgefahren. Nach einer kurzen Zeit gelang es der jungen Frau, sich kopfüber aus dem Fenster des Autos zu stürzen und immer noch gefesselt in Richtung der Wälder davonzulaufen. Stainer bemerkte den Fluchtversuch sofort, stieg aus dem Wagen aus und lief Joey hinterher, bis er sie schließlich einholte. Bei seinen Befragungen beschrieb er den nachfolgenden Kampf in grausamem Detail, der schließlich damit endete, dass Stainer Joeys Kopf von ihrem Körper trennte. Im Anschluss habe er ihre leblosen Überreste in einen kleinen Bach geworfen und diese mit einigen Ästen und Zweigen bedeckt. Als die Beamten ihn nach seiner Wahrnehmung der eigenen Verbrechen fragten, erklärte Stainer: "Ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Ich sage mal, es war eher ein sachlicher Vorgang. Es ist irgendwie, als hätte ich zwei Persönlichkeiten in mir. Es ist nicht so, als würde ich das Bewusstsein verlieren und dann Dinge tun. Ich weiß, was richtig und was falsch ist." Die Beamten fragten ihn im Rahmen der Vernehmungen, weshalb er sich dazu entschied, Joeys Kopf abzutrennen. Stainer erklärte: "Ich habe einfach die abstoßendste Sache gemacht, die ich hätte tun können. Es war einfach etwas, bei dem ich das Gefühl hatte, es tun zu müssen." Die Gerichtsverhandlungen liefen inzwischen in vollem Gange und es sollte nicht lange dauern, bis Carrie Stainer vor Gericht erneut schockierte. Für sein Geständnis vor Gericht forderte Stainer im Gegenzug, dass seine eigenen Eltern die von Jens Sand ausgeschriebene Belohnung von $300.000 erhalten sollten und dass Stainer in einem Gefängnis nahe seines Elternhauses inhaftiert werden soll. Zusätzlich forderte Stainer allen Ernstes für seine Haftzeit einen Haufen verbotener Abbildungen von Menschen unter dem Erwachsenenalter. Nachdem diese absurden Forderungen an das Gericht nicht erfüllt wurden, gestand Stainer letztendlich dennoch seine Taten bei den nachfolgenden Verhandlungen.
Auch in einigen weiteren Mordfällen galt Stana als verdächtig, bei denen zwischen 1981 und 1994 verschiedene Teile menschlicher Körper in der Gegend gefunden werden konnten. Auch der Mord an Stanas eigenem Onkel im Dezember 1990 konnte nie aufgeklärt werden, jedoch galt Cary Stana als einer der Verdächtigen, nachdem er gegenüber der Polizei berichtete, sein Onkel habe sich in der Vergangenheit an ihm vergangen. Während seiner finalen Anhörung vor Gericht brach Stana dann plötzlich in Tränen aus und erklärte: "Ich wünschte, ich könnte die Dinge ungeschehen machen, aber ich kann es nicht. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, warum ich so etwas getan habe, aber ich weiß es nicht mal selbst. Es tut mir so leid. Ich wünschte, es gäbe einen Grund, aber es gibt keinen. Es ist sinnlos." Leslie Armstrong, die Mutter seines vierten Opfers, Joey Armstrong, brach daraufhin vor Gericht ebenfalls in Tränen aus und erklärte im Nachgang gegenüber der Presse, sie glaube, dass Stanas Entschuldigung aufrichtig gewesen sei. Cary Stana wurde im Jahr 2002 in Anbetracht der Beweislage und seiner Geständnisse in allen Punkten der Anklage für schuldig erklärt und zum Tode verurteilt. Er sitzt auch heute noch im San Quentin State Prison hinter Gittern und wartet dort auf die Vollstreckung seines Urteils. 21. Januar 1990, Portland, Oregon, USA. Eigentlich will die 23-jährige Tonya Bennett nur einen entspannten Abend in einer Bar verbringen, doch es kommt alles anders. Der Abend endet tödlich für sie. Wenige Tage später wird ihr lebloser Körper am Ufer des Columbia River gefunden. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass die junge Frau zusammengeschlagen worden ist und ihr jemand mit einem Seil die Luft abgeschnürt hatte. Auch können die Beamten Spuren eines intimen Übergriffs an ihrem Körper entdecken. Die Polizei beginnt zu ermitteln, findet aber keine Spuren, die auf den Täter hindeuten und bekommt auch keine brauchbaren Zeugenaussagen. Der Mord an Tonya geht durch die Presse und die Öffentlichkeit wird dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn jemand mögliche Hinweise auf den Mörder oder das Tatgeschehen hat. Tatsächlich meldet sich jemand, aber das ist überraschenderweise kein Zeuge, sondern eine Frau, die den Mord gesteht. Die 58-jährige Laverne Pefliniak erklärt der Polizei, dass ihr Freund John Sosnowski den Mord verübt habe und sie ihm dabei geholfen habe. Über das Motiv für die Tat und die Verbindung der zwei vermeintlichen Täter haben die Ermittler bislang keine Informationen, aber sie haben die Täter und das ist die Hauptsache. Zumindest schien es so. Pefliniak und Sosnowski werden verhaftet und die Beamten glauben, der Fall sei gelöst. Als die Gerichtsverhandlung beginnt, taucht an einer Toilettenwand eines Truckstops in Livingston, Montana, eine beunruhigende Kritzelei auf. Dort steht: "Ich habe Tonya Bennett am 21. Januar 1990 in Portland, Oregon umgebracht. Ich schlug sie zu Tode, verging mich an ihr und ich liebte es. Ja, ich bin krank, aber ich genieße es. Leute haben die Schuld auf sich genommen und ich bin frei." Der Mitteilung des Unbekannten wird jedoch keine große Bedeutung beigemessen, denn Laverne Pefliniak hat ja ein Geständnis abgelegt und warum sollte sie das tun, wenn es nicht die Wahrheit wäre? Niemand geht schließlich gern ins Gefängnis, erst recht nicht, wenn er unschuldig ist. So wird also vermutet, dass die Person, die den Text an die Wand des Truckstops geschrieben hat, nur jemand mit einem besonders schrägen Humor ist oder jemand, der auf diese Art Aufmerksamkeit bekommen möchte. Die Verhandlung gegen Pefliniak und Sosnowski geht weiter und endet damit, dass beide wegen Mordes verurteilt werden. Pefliniak bekommt 10 Jahre wegen Beihilfe und Sosnowski erhält eine lebenslange Haftstrafe. Auch Sosnowski legt vor Gericht ein Geständnis ab, denn nur so kann er die Todesstrafe vermeiden. Im Gefängnis entscheidet sich Pefliniak, ihre Aussage zu widerrufen und sie gibt an, sie habe ein falsches Geständnis abgelegt, um der toxischen Beziehung mit ihrem Freund zu entkommen. In Wirklichkeit habe weder sie noch ihr Freund Tonya umgebracht. Die Beamten schenken dieser Aussage keine Beachtung, sondern denken, dass Pefliniak dadurch einfach wieder aus dem Gefängnis raus will. Während Pefliniak und Sosnowski hinter Gittern bleiben, geschehen jedoch weitere Morde. Zunächst war es den Ermittlern nicht klar, dass der Mord an einer Wanderin in Blythe, Kalifornien, der sich im August 1992 ereignete, mit dem Fall Tonya Bennett in Verbindung stand. Das Opfer war zwar auch eine Frau, die zusammengeschlagen, stranguliert und in der Wildnis abgelegt wurde, aber die Tat fand in einem anderen Bundesstaat statt und inzwischen waren 2 Jahre vergangen. Außerdem saßen ja die vermeintlichen Mörder von Tonya im Gefängnis. Wie bei Tonya gab es im Fall der Wanderin wieder keine Hinweise auf den Täter und keine Zeugen. Diesmal jedoch meldete sich niemand bei der Polizei, um die Schuld auf sich zu nehmen.
Schon im September 1992 geschah der nächste Mord an einer Prostituierten namens Cynthia Lynn Rose in Turlock, Kalifornien. Im November 1992 ereignete sich dann wieder ein Mord in Oregon, allerdings in der Stadt Salem und nicht in Portland, wo Tonya getötet wurde. Das Opfer der Tat in Salem war, wie zuvor in Turlock, eine Prostituierte. Ihr Name war Lori Ann Pentland. Im Jahr 1993 kamen zwei weitere Opfer hinzu. Patricia Skypel wurde im Juli in Santa Nella, Kalifornien getötet und im September wurde eine Frau, deren Identität nicht geklärt werden konnte, in Crestview, Florida umgebracht. Dass hinter den fünf ungeklärten Fällen ein und derselbe Täter steckte, konnten die Ermittler nur vermuten, allerdings war das naheliegend aufgrund dessen, dass die Taten alle mit intimen Übergriffen zusammenhingen, sich in einem Zeitraum von nur 2 Jahren ereigneten und der Täter auf ähnliche Art und Weise vorging. Dieser wollte anscheinend aber nicht nur töten, sondern auch Aufmerksamkeit, doch ohne dabei identifiziert zu werden. Es gingen im Zeitraum der Morde mehrere Briefe bei Zeitungen ein, in denen eine unbekannte Person erklärte, dass sie die Taten begangen habe. Die Briefe wurden von der Polizei überprüft und es stellte sich heraus, dass die Schrift und die Tinte identisch waren. Und noch etwas hatten sie gemeinsam. Auf jedem Brief befand sich ein lächelnder Smiley. So kam es, dass der unbekannte Mörder, der ganz offensichtlich ein Serientäter war, den Namen The Happy Face Killer bekam. Das brachte die Ermittlungen jedoch auch nicht weiter voran. Das einzige, was die Beamten und die Presse wussten, war, dass der Serienkiller in weit voneinander entfernten Bundesstaaten unterwegs war und dass er seine Opfer anscheinend zufällig auswählte. In seinen Briefen beschrieb er nicht nur die grausigen Details der Übergriffe und Ermordungen, sondern auch, dass er sich gut dabei fühlte, weil er Macht ausübte. In einem Brief, den der Mörder 1994 an die Zeitung The Oregonian sendete, beschrieb er seine Taten besonders ausführlich und gab auch bekannt, dass er der wahre Mörder von Tonya Bennett war. Seinen Brief begann er mit dem üblichen Smiley und den Worten: "Ich würde gerne meine Geschichte erzählen. Ich bin zeitweise ein guter Mensch und wollte immer gemocht werden." Weiter schrieb er, dass er verheiratet war, geschieden ist und Kinder hat. Anschließend beschrieb er, wie er es genoss, immer wieder auf Tonya Bennett einzuschlagen. Die Ermittler suchten nun also nach einem machtbesessenen Mann, der geschieden ist und Kinder hat. Diese Informationen brachten die Beamten auch nicht weiter als vorher. Einzig, dass die Taten über verschiedene Staaten der USA verbreitet geschahen und dass nach Tonyas Ermordung ein Geständnis an die Wand eines Truckstops geschmiert war, ließ vermuten, dass es sich bei dem Serienkiller um einen LKW-Fahrer handeln könnte. Doch die USA sind zu groß und LKW-Fahrer gibt es viele. Einen Hinweis, der zu einer bestimmten Person führen könnte, gab es bisher nicht. Während die Polizei weiter im Dunkeln tappte, schlug der Mörder erneut zu. Er tötete eine Frau namens Angela Surprise im Jahr 1995 in Spokane, Washington, nachdem er sich zuvor auch an ihr vergangen hatte. Ihr Gesicht und ihr Körper waren schwer zugerichtet und sie war kaum noch zu erkennen. Im März 1995 fiel eine weitere Frau im Staat Washington dem Serienmörder zum Opfer. Es handelte sich um Julie Ann Winningham, die eine Beziehung mit einem LKW-Fahrer hatte. War das bloß Zufall oder ein großer Fehler des Täters, durch den nun alles auffliegen könnte? Die Ermittler vernahmen das Umfeld des Opfers und so befragten sie auch Julies Ex-Freund, Keith Hunter Jesperson, mit dem sie noch immer Kontakt hatte. Wie der Zufall es wollte, war Jesperson nicht nur LKW-Fahrer, sondern auch geschieden und hatte 3 Kinder. Die Ermittler waren sich aber gar nicht im Klaren darüber, dass sie möglicherweise einen Serienmörder befragten, denn sie untersuchten den Mord an Julie als unabhängige Tat. Zunächst kamen sie auch hier nicht weiter, denn Jesperson sagte aus, dass er Julie in letzter Zeit nicht gesehen habe. Ohne konkrete Hinweise, dass er Julies Mörder sein könnte, gab es keinen Verdacht gegen ihn, der eine Festnahme begründet hätte. So blieb Jesperson auf freiem Fuß und Julies Fall reihte sich in die Liste der ungeklärten Morde ein. Bisher gab es keinen Brief vom Happy Face Killer, der sich auf Julie bezog. Kurze Zeit später gab es jedoch ein Geständnis. Und das von keinem anderen als Keith Jesperson, der sich überlegt hatte, dass er ganz bestimmt als Julies Mörder identifiziert und eingesperrt werden wird. Als erstes unternahm er nach der Befragung 2 Versuche, sein Leben zu beenden, die er jedoch überlebte. Daher entschloss er sich nun, sich der Polizei zu stellen und die Tat zu gestehen, denn er hoffte, dass er vielleicht ein milderes Urteil bekommt, wenn er von selbst auspackt. Er packte allerdings nicht nur über den Mord an Julie aus, sondern verblüffte die Ermittler mit 7 weiteren Geständnissen.
Tonya, Claudia, Cynthia, Lori, Angela und die zwei weiteren namentlich nicht bekannten Opfer. Sie alle hatte Jesperson ermordet. Jesperson war der Happyface-Killer, der jahrelang die USA in Angst und Schrecken versetzt hatte. Ohne dass die Ermittler ihn fragen mussten, gab er bereitwillig alles über seine Taten bis ins kleinste Detail bekannt. Dabei erwähnte er auch, dass die Frau, die er in Blythe umgebracht hatte, Claudia hieß und sein Opfer in Crestview den Namen Suzanne hatte. Später fertigte er Zeichnungen an, um zu helfen, die Frauen zu identifizieren. Jesperson berichtete außerdem, warum er all diese Verbrechen begangen hat und erzählte dabei seine gesamte Lebensgeschichte. Keith Hunter Jesperson wurde 1955 in einer Kleinstadt in Kanada geboren, wo er als mittleres von 5 Geschwisterkindern mit seinen Eltern aufwuchs. Anders als seine Geschwister bekam Keith kaum Aufmerksamkeit von seinem Vater und wenn dieser ihn beachtete, war es meistens negativ. Sein Vater war Alkoholiker, verachtete Frauen und war sehr dominant. Er verprügelte seine Familie regelmäßig, ganz besonders Keith, weil dieser sich oft anders verhielt, als der Vater es wollte. Für die Maßregelung benutzte der Vater nicht nur Handflächen und Fäuste, sondern oft auch einen Gürtel und einmal sogar einen Elektroschocker. Keith verkraftete diese Gewalt anscheinend nicht und wurde selbst schon als Kleinkind gewalttätig und aggressiv. Er ließ seine Wut zunächst an kleineren Tieren aus. Von seinem Vater bekam er dafür sogar ausnahmsweise Anerkennung, während seine Geschwister ihn hänselten. Sie fanden, dass er Ähnlichkeit mit Frankensteins Assistent hatte und nannten ihn dementsprechend Igor. Auch Jespersons Mitschüler übernahmen diesen Hänselnamen und grenzten den aggressiven Jungen, der inzwischen auch noch außergewöhnlich groß und breit gebaut war, aus ihrer Gemeinschaft aus. Jesperson suchte selbst allerdings auch kaum den Kontakt zu anderen Kindern, denn er war froh, wenn er alleine spielen konnte. Er freundete sich einmal mit einem anderen Jungen an, jedoch schob dieser die Schuld für den Unfug, den er selbst machte, immer auf Jesperson. Dieser wurde dafür von seinem Vater bestraft und hasste dafür seinen Freund. Die Freundschaft endete, als Jesperson den anderen Jungen bewusstlos schlug. Laut eigener Aussage hatte er die Absicht, den Jungen umzubringen. Kurze Zeit später versuchte Jesperson, einen anderen Jungen zu ertränken, indem er dessen Kopf im Schwimmbad unter Wasser drückte. Der Junge konnte nur gerettet werden, weil ein Rettungsschwimmer zur Hilfe kam. Als Jesperson 12 Jahre alt war, zog die Familie gegen seinen Willen aus Kanada weg, in eine Kleinstadt in Washington, wo Jesperson sich nicht einfinden konnte und immer aggressiver wurde. Da er im Laufe der Pubertät zu einem schwergewichtigen, durchtrainierten und großen Mann heranwuchs, waren seine Gewaltausbrüche umso gefürchteter. Nach dem Highschool-Abschluss wollte Jesperson eigentlich studieren, aber sein Vater erlaubte es ihm nicht, weil er meinte, dass er es ohnehin nicht schaffen könnte. Obwohl bereits in jungen Jahren alles danach aussah, dass Jesperson psychische Probleme hatte und ein gewalttätiges Leben führen würde, wendete sich zunächst das Blatt. Er fand endlich eine Freundin, heiratete diese im Alter von 20 Jahren und bekam 3 Kinder mit ihr. Um für seine Familie zu sorgen, arbeitete er als Fernfahrer. Im Gegensatz zu seinem Vater schlug er seine Kinder nie. Seine Frau verdächtigte ihn allerdings angesichts mehrerer Anrufe von fremden Frauen, dass er fremdging und trennte sich deshalb von ihm. Während er mit seinem LKW unterwegs war, packte sie die Sachen und zog mit den 3 Kindern zu ihren Eltern. Es folgte die Scheidung, aber Jesperson besuchte seine Kinder regelmäßig. Bald darauf fand er eine neue Freundin, die sich jedoch auch von ihm trennte. Zeitgleich versuchte Jesperson, bei der Royal Canadian Mounted Police anzufangen, verletzte sich aber beim Training und musste dieses Vorhaben deswegen aufgeben. Dies war Anfang 1990 und es scheint, als hätten die Trennungen zusammen mit dem beruflichen Misserfolg, dem ohnehin durch die Gewalt in seiner Kindheit psychisch geschädigten, gewaltbereiten Jesperson den Rest gegeben, um sich nun in einen Serienmörder zu verwandeln. Von sich selbst sagt er, er sei richtig wütend auf Frauen gewesen. Den Rückschlägen folgte direkt der erste Mord, allerdings hatte er diesen nicht geplant. Er lernte Tonya in einer Bar kennen und ging mit ihr zu sich nach Hause, um mit ihr zu schlafen. Bis dahin war alles einvernehmlich, doch dann sagte Tonya etwas, das Jesperson zum Explodieren brachte. Sie erwähnte seine Ex-Frau. Daraufhin flogen bei Jesperson alle Sicherungen raus. Er verging sich an Tonya und schlug voller Hass immer wieder auf sie ein, bis er ihr schließlich mit einem Seil die Luft nahm. Er bemerkte dabei, dass ihm das Töten einen Kick gab. Nach der Tat hatte er zunächst etwas Angst, dass er erwischt werden könnte und gab sich selbst ein Alibi, indem er in die Bar zurückkehrte und dort noch einige Drinks nahm. Als er hörte, dass 2 fremde Personen die Schuld auf sich genommen hatten, sah er dies als Zeichen dafür, dass er ungehindert weitermorden könnte. Er sagt über sich selbst,
Ich fing an, mich unsterblich zu fühlen. Von da an war es ein Spiel. Ich war der Boss und ich war unverwundbar. Von Tat zu Tat genoss er das Gefühl der Macht immer mehr, so sehr, dass er Angela Sabrice nach ihrer Ermordung an seinen LKW band und 12 Meilen bei voller Fahrt über die Straße schleifen ließ. Dass er psychisch anders war als andere Menschen, ahnte er die ganze Zeit. Statt sich Hilfe bei einem Psychotherapeuten zu suchen, zog er es aber vor, seine Brutalität auszuleben, ganz entsprechend seinen Vorlieben, die er schon als Kind hatte, die böse Seite von sich gewinnen zu lassen. Diese böse Seite kostete 8 Frauen das Leben, möglicherweise sogar mehr, wenn man seinen Behauptungen glaubt. In den Vernehmungen durch die Polizei gab er an, über 180 Frauen umgebracht zu haben. Es wird angezweifelt, dass dies die Wahrheit ist, da er in einem Brief an einen seiner Brüder, den er wenige Tage vor seiner Inhaftierung schrieb, auch nur von den 8 bekannten Morden berichtete. Durch das Geständnis von Jesperson kamen die unschuldig verurteilten Laverne Pevlinek und John Sosnowski im Jahr 1996 wieder auf freien Fuß. Jesperson wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit, jemals wieder freizukommen. 13. Juni 1983. Anchorage, Alaska, USA. Eine junge Frau rennt panisch auf die Fahrbahn einer abgelegenen Straße und signalisiert einem vorbeifahrenden Trucker anzuhalten. Es handelt sich um die 17-jährige Cindy Paulson und sie trägt Handschellen an einem ihrer Handgelenke. Der LKW-Fahrer lässt die junge Frau einsteigen und die beiden fahren gemeinsam zu der nächstgelegenen Raststätte, wo sie die Polizei anrufen. Gegenüber der Polizei berichtet Cindy, ein fremder Mann habe ihr mit vorgehaltener Waffe Handschellen angelegt und sie dann in sein Auto gestoßen. Dieser fuhr sie zu sich nach Hause, wo er Cindy an einen großen Pfeiler band und sich mehrfach an ihr verging. Der Mann erklärte ihr, er wolle mit ihr in seinem Privatflugzeug in die Wälder von Alaska fliegen, um sich dort erneut an ihr zu vergehen, und er versprach, sie im Anschluss dort freizulassen. Er ließ sie angebunden zurück, um ein paar Stunden zu schlafen, bevor er sie in sein Auto brachte und zum Flughafen fuhr. Während der Mann sein Flugzeug mit Gepäck belädt, gelingt der 17-Jährigen die Flucht. Bereits 10 Jahre vor der Entführung der 17-jährigen Cindy Paulson verschwanden die ersten Frauen aus der Gegend rund um Anchorage in Alaska, jedoch konnte in all den Jahren nie eine plausible Erklärung für all diese mysteriösen Fälle gefunden werden. Zwar kann Cindy der Polizei eine ausführliche Täterbeschreibung abgeben und die Polizisten sogar zu seinem Flugzeug und zu seinem Haus führen, jedoch reichte ihre Aussage alleine nicht aus, um den Mann zu verhaften. Dieser hatte nämlich ein Alibi. Der Name des Mannes? Robert Hansen, ein 44-jähriger Bäckereibesitzer aus Anchorage, der gegenüber den Polizisten vehement abstreitet, die junge Frau zu kennen. Hansen gibt an, zum Zeitpunkt der Tat zu Hause gewesen zu sein, wo er sich mit einigen Geschäftspartnern traf. Diese Version der Geschehnisse wird später von seinen Partnern bestätigt. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte, schon bald wird sich herausstellen, dass dieser unscheinbar wirkende Familienvater eine weitaus dunklere Seite in sich trägt und es nicht das letzte Mal sein würde, dass die Polizei Robert Hansen ins Visier nimmt. 1980. Bei Bauarbeiten an der Eklutna Road wird der leblose Körper einer Frau entdeckt, die ganz in der Nähe vergraben wurde. Trotz fortgeschrittener Verwesung können die zuständigen Gerichtsmediziner Spuren von Stichen an ihrem Körper feststellen und die Polizei vermutet, dass es sich bei der gefundenen Frau um eine der vielen vermissten Personen aus dieser Gegend handeln könnte, jedoch machte ihr körperlicher Zustand eine zweifelsfreie Identifikation unmöglich. Daher wird die unbekannte Frau im Rahmen der weiteren Ermittlungen schon bald den Spitznamen Eklutna Annie erhalten, benannt nach der Straße, auf der man zuvor ihren Körper fand. Später im selben Jahr wird auch der leblose Körper der 24-jährigen Joanne Messina in einer Kiesgrube gefunden. Auch bei ihr macht es der körperliche Zustand nahezu unmöglich, brauchbare Spuren sicherzustellen, und die Polizisten tappen bei ihren Ermittlungen vollständig im Dunkeln. 1982. Die 23-jährige Sherry Morrow wird leblos aufgefunden, nachdem sie etwa ein Jahr zuvor als vermisst gemeldet wurde. Nach einer genaueren Untersuchung können die Ermittler schnell feststellen, dass Sherry durch 3 Projektile aus einem Ruger Mini-14-Gewehr starb.
Damals ein beliebtes Modell unter den Bewohnern von Alaska, was eine Befragung aller Besitzer dieses Modells nahezu unmöglich machte. Auffällig war jedoch, dass Sherrys Kleidung vollkommen unbeschädigt war, was darauf schließen lässt, dass die junge Frau unbekleidet war, als sie die Schüsse trafen und man sie im Anschluss wieder anzog, bevor sie schließlich vergraben wurde. Ein Jahr später, 1983, wird eine weitere begrabene Person entdeckt. Etwa 3 Monate nachdem Cindy Paulson auf dem Flughafen die Flucht vor Robert Hansen gelang. Bei dem nun entdeckten Körper handelt es sich um die 17-jährige Paula Golding. Auch sie wurde ohne Kleidung von mehreren Projektilen getroffen und im Anschluss wieder angezogen, bevor man sie vergrub. Inzwischen bemerken die lokalen Polizeikräfte einige Parallelen zwischen den ungeklärten Morden in der Gegend und sie werden sich zunehmend sicherer, dass es zwischen den Fällen irgendeine Art der Verbindung geben muss. Weiterhin fehlten den Ermittlern jedoch die nötigen Spuren, um den oder die Täter für die Verbrechen verantwortlich zu machen. Nach dem Übergriff auf die 17-jährige Cindy Paulson nahmen die Polizisten nun den 44-jährigen Robert Hansen als Verdächtigen ins Visier, da dies die einzige Spur für mögliche Verbrechen an Frauen in dieser Gegend darstellte. Die Polizei spürte Hansen bei der Arbeit auf und brachte ihn zur Vernehmung auf die Wache, während dieser nicht ein einziges Mal nach dem Grund für seine Vernehmung fragte. Doch wer war dieser Mann, den die Ermittler nun vor sich hatten? Robert Hansen wird am 15. Februar 1939 in Estherville, Iowa, als Einzelkind geboren. Sein Vater stammte ursprünglich aus Dänemark und galt als äußerst streng und dominant. Robert war eigentlich ein Linkshänder, jedoch versuchten seine Eltern stets, ihren Sohn zu einem Rechtshänder zu erziehen. In jungen Jahren stotterte Hansen ziemlich stark und arbeitete häufig lange Schichten in der Bäckerei seines Vaters. An sozialen Aktivitäten mit anderen Jugendlichen konnte er so gut wie nie teilnehmen. Zum einen aufgrund seiner strengen Eltern und zum anderen, weil er trotz der vielen Arbeit kaum Geld besaß. Robert hasste die Schule, da er dort aufgrund seines Stotterns und aufgrund seiner starken Akne von seinen Mitschülern gehänselt wurde. Besonders schlimm war es für ihn, zu dieser Zeit von Mädchen erniedrigt zu werden. Besonders nach solchen Momenten entwickelte Robert immer größere Rachefantasien. Von den anderen Kindern und Jugendlichen wurde Hansen auch über die nächsten Jahre nie wirklich akzeptiert und es fiel ihm äußerst schwer, einen sozialen Anschluss zu finden. So kam es, dass er sich über die Zeit immer weiter in sein größtes Hobby vertiefte, die Jagd. Nach seinem Highschool-Abschluss im Jahr 1957 tritt Hansen im Alter von 18 Jahren der Armee bei und macht etwa zur gleichen Zeit erste intime Erfahrungen mit Frauen aus dem Rotlichtgewerbe in einem Hotelzimmer. Nach nur etwa einem Jahr bei der Armee kehrt Robert nach Iowa zurück und arbeitet wieder in der Bäckerei seines Vaters, bevor er schließlich einen Job als Drill Instructor bei der Junior Police erhält. 1960 heiratet Hansen im Alter von 21 Jahren seine erste Frau, die sich noch im selben Jahr wieder von ihm scheiden ließ, nachdem Robert die Schulbusgarage einer nahegelegenen Highschool anzündete. Eine Racheaktion für die Hänseleien während seiner eigenen Schulzeit. Hansen wird daraufhin zu 3 Jahren Haft verurteilt, wo ein Psychiater bei ihm eine bipolare Störung mit schizophrenen Episoden diagnostiziert. Nach etwa 2 Jahren Haft kommt Robert wieder auf freien Fuß und heiratet nur wenig später seine zweite Frau, mit der er schließlich 2 Kinder bekommt. Über die nächsten Jahre begeht Hansen mehrere Diebstähle und landet immer wieder im Gefängnis, bevor er irgendwann gemeinsam mit seiner Familie nach Anchorage in Alaska zieht. Dort verbringt Robert immer mehr Zeit in der Natur und bricht schon bald zahlreiche Jagdrekorde. Bei seinen Nachbarn gilt er zu dieser Zeit als sehr beliebt und als unauffälliger Familienvater fügt sich Hansen schnell in die Nachbarschaft ein. Wieder dauert es nicht lange, bis Robert erneut straffällig wird. Diesmal erhält er eine Strafe von 5 Jahren Haft, nachdem er sich an 2 Frauen verging. Bereits nach 6 Monaten seiner Strafe wird Hansen auf Bewährung in ein Wiedereingliederungsprogramm für Straftäter entlassen. Einige Jahre nach seiner Freilassung täuscht Hansen dann einen Einbruch in sein Haus vor, um die Versicherung zu betrügen und Geld zu erhalten, mit dem Robert im Anschluss eine eigene Bäckerei eröffnet und sich ein kleines Flugzeug kauft. Dieses Flugzeug stand auf dem Merrill Field Airport.
Derselbe Flugplatz, auf den Hansen nur wenig später die 17-jährige Cindy Paulson verschleppt, bevor ihr dort in letzter Minute die Flucht gelang. Trotz dieser belastenden Spur streitet Robert weiterhin ab, auch nur ansatzweise mit der Entführung von Cindy Paulson in Verbindung zu stehen. Parallel zu dem Verhör durchsuchten die Beamten auch Hansens Haus, wo die Polizisten zwar einige Waffen fanden, jedoch fehlten nach wie vor die nötigen Beweise, um Hansen mit einem der Verbrechen in Verbindung zu bringen. Als die Polizisten die Durchsuchung seines Hauses gerade beenden wollten, fällt einem der Beamten auf dem Dachboden ein kleines Versteck zwischen den Dachbalken auf. Zu ihrem Erschrecken stellen die Polizisten schnell fest, dass Hansen hier eine Flugkarte der näheren Umgebung versteckte, auf der mehrere Orte markiert wurden. Neben der Karte fanden sie mehrere Schmuckstücke unbekannten Ursprungs, zahlreiche Personalausweise, von denen einige den vermissten Frauen gehörten, und ebenfalls ein Ruger Mini 14 Gewehr. 27. Oktober 1983. Robert Hansen wird verhaftet und des vierfachen Mordes angeklagt. Nachdem ballistische Tests beweisen konnten, dass die Projektile in den untersuchten Fällen aus seiner Waffe stammten, gesteht Hansen die Morde an Paula Golding, Joanne Messina, Sherry Morrow und der bisher nicht identifizierten Eklutner Annie. Die Behörden sind sich sicher, dass Robert Hansen auch für das Verschwinden vieler weiterer Frauen aus der Umgebung verantwortlich ist, jedoch fehlen ihnen die Beweise, um die weiteren Fälle aufzuklären. Daher bietet die Staatsanwaltschaft Hansen einen Deal an. Robert Hansen soll vor Gericht Informationen zu allen anderen Morden preisgeben. Im Gegenzug würde man ihn nur in den vier bekannten Fällen verurteilen, wodurch Hansen seine Haft in einem Staatsgefängnis antreten könnte, anstatt in einem Hochsicherheitsgefängnis zu landen. Hansen nimmt den Deal an und gibt den Mord an insgesamt 17 Frauen zu, die er laut eigenen Angaben in die Wildnis verschleppte, wo er sich an ihnen verging und sie im Anschluss mitten im Wald laufen ließ, um sie dann zu jagen. Wie sich herausstellt, kennzeichneten die Markierungen auf seiner Flugkarte die Ablageorte von mehreren seiner Opfer. Die Körper von 12 Frauen können durch die Beamten gefunden werden, die übrigen 5 werden nie entdeckt. Neben den 17 zugegebenen Morden enthielt Hansens Flugkarte noch weitere Markierungen, zu denen er sich jedoch nie äußerte. Man hält es somit für möglich, dass Robert Hansen insgesamt bis zu 21 Frauen in der Wildnis rund um Anchorage in Alaska vergraben haben könnte. Auch gibt er an, in den letzten 10 Jahren für körperliche Übergriffe auf über 40 weitere Frauen verantwortlich zu sein, die jedoch laut Hansens eigenen Angaben überlebten. Robert Hansen wird nach einiger Zeit der Verhandlung zu 461 Jahren plus lebenslänglich verurteilt und stirbt im August 2014 im Alter von 75 Jahren nach Herzproblemen während seiner Haft. Mai 1969, Lane County, Oregon, USA. Ein Fischer entdeckt den leblosen Körper der 22-jährigen Linda Salee im Long Tom River. Man hatte sie an ein schweres Autogetriebe gebunden und im Anschluss in den Fluss geworfen. Nur 2 Tage später werden auch die leblosen Überreste der 19-jährigen Karen Sprinker im selben Fluss entdeckt, nur etwa 15 Meter entfernt von Linda Salees Fundort. Karen fand man ebenfalls angebunden an einen alten Motorblock, mit dem eine unbekannte Person sie im Long Tom River versenkt hatte. Die Polizei ermittelte zu dieser Zeit bereits zu den ungeklärten Morden und auch einigen vermissten Fällen in der Gegend. Die Ermittler sind sich inzwischen sicher, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben, da zwischen den Fällen einige Parallelen deutlich werden. Nur wenig später meldet sich eine Studentin der Oregon State University bei der Polizei. Die junge Frau erklärt, dass sie sich nur kurze Zeit zuvor mit einem Mann zu einem Blind Date getroffen hatte, der ihr irgendwie eigenartig vorkam. Die Polizisten bitten die Studentin, ein weiteres Treffen mit dem unbekannten Mann zu vereinbaren, damit sie diesen auf dem College-Gelände abfangen können, um ihn zu den ungeklärten Fällen zu befragen. Nur wenig später stimmt der Mann einem weiteren Treffen mit der Studentin zu und läuft den Polizisten auf dem Campus der Universität in die Arme. Der bisher unbekannte Mann stellt sich schon bald als der 30-jährige Jerome Bruders heraus und er wird von den Beamten zu den Geschehnissen befragt.
Zu diesem Zeitpunkt deutete für die Ermittler nichts darauf hin, dass Jerome in irgendeiner Art und Weise mit den Verbrechen in Verbindung steht, weshalb dieser nach einer ausführlichen Befragung wieder entlassen wird. Als die Polizisten kurz darauf einen Blick in Jerome Bruders Akten werfen, erfahren sie von einer besorgniserregenden Vergangenheit. Die Beamten entscheiden sich dazu, Jerome noch einen Hausbesuch abzustatten, um ihm dort noch einige weitere Fragen zu stellen. Einer der Polizisten wirft hierbei einen Blick in Bruders Garage und entdeckt einige verdächtige Gegenstände, die auf eine mögliche Verbindung zu den Morden hindeuteten. Seile, Klebeband und Kupferdraht. Dinge, die nachweislich im Rahmen der bisher ungelösten Fälle verwendet wurden. Inzwischen hatte sich auch die 15-jährige Gloria Smith bei der Polizei gemeldet, nachdem ihr etwa einen Monat zuvor bei einer versuchten Entführung die Flucht gelang. Das Mädchen kann Jerome Bruders als Täter identifizieren, woraufhin Bruders von der Polizei verhaftet wird. Es dauerte nicht lange, bis eine genauere Durchsuchung seines Hauses weitere belastende Spuren hervorbringt. Als sich die Polizisten im Rahmen ihrer Ermittlungen genauer in Jeromes Haus umsehen, entdeckt einer der Beamten schließlich eine alarmierende Fotosammlung. Zu ihrem Erschrecken stellen die Beamten fest, dass auf den gefundenen Fotos verschiedene leblose Frauen zu sehen waren. Den Polizisten wird nun schlagartig klar, dass Jerome Bruders hinter seiner unscheinbar wirkenden Fassade ein dunkles Geheimnis verbirgt. Jerome Bruders wird am 31. Januar 1939 in Webster, South Dakota als zweiter Sohn der Familie geboren. Seine Geburt war ungeplant und eine große Enttäuschung für seine Mutter, die lieber eine Tochter haben wollte, was Jerry in seiner Kindheit deutlich zu spüren bekommt. Von seiner Mutter wird Jerome im Laufe seiner Kindheit sowohl körperlich als auch emotional verletzt. Im Alter von 5 Jahren ist Jerry gerade alleine draußen auf der Straße unterwegs, als er auf einem nahegelegenen Schrottplatz ein paar alte High Heels entdeckt. Er nimmt sie mit nach Hause und zieht sie an. Als ihn seine Mutter dann in den gefundenen Schuhen sieht, reagiert sie schockiert und äußerst aggressiv, bis sie nur kurze Zeit später sogar seinen Fund verbrennt. Schon bald zieht die Familie Bruders gemeinsam in den US-Bundesstaat Kalifornien, wo der 6-jährige Jerome in die 1. Klasse eingeschult wird. Hier beobachtet er, dass seine Lehrerin häufig High Heels trug und fast immer ein weiteres Paar Schuhe in ihrem persönlichen Fach lagerte. Von dieser Entdeckung fasziniert, entschließt sich der junge Jerry eines Tages dazu, die Schuhe seiner Lehrerin aus ihrem Fach zu nehmen und diese zu verstecken, um sie nach Schulschluss heimlich mit nach Hause zu nehmen. Dieser Plan geht jedoch schief, als einer seiner Mitschüler den Diebstahl beobachtet und Jerry bei seiner Lehrerin meldet. Seine Lehrerin reagierte vor der gesamten Klasse ziemlich wütend, woraufhin Jerry beschämt aus dem Klassenzimmer stürmt. Bis zu seinem 12. Lebensjahr zieht Jeromes Familie mehrfach innerhalb der USA um und landet schließlich wieder im US-Bundesstaat Oregon, wo sich Jerry mit einem Nachbarsjungen anfreundet. Dieser Junge hatte selbst 2 Schwestern im Teenageralter und schon bald schleichen sich die beiden Jungs heimlich in die Zimmer der Mädchen, um dort mit deren Kleidung zu spielen. Jeromes starke Fixierung auf Damenschuhe erweiterte sich zu dieser Zeit allmählich auch auf Unterwäsche. 1955. Jerome ist gerade 16 Jahre alt und entwickelt zunehmend extremere Fantasien. Er stellt sich regelmäßig vor, Mädchen gefangen zu nehmen, die sich ihm dann unterwerfen und seine Befehle befolgen. Er und seine Familie ziehen schon bald erneut um und in der darauffolgenden Zeit beginnt Jerry damit, mehr und mehr Frauenkleidung zu stehlen. Darunter vor allem Schuhe und Unterwäsche. Hierfür überfällt er regelrecht Frauen aus der Gegend, um im Anschluss mit deren Kleidung zu flüchten. So auch im Spätsommer desselben Jahres. Jerome stiehlt heimlich die Unterwäsche einer 18-Jährigen aus der Nachbarschaft, jedoch gibt er sich diesmal nicht mit seinem Diebesgut zufrieden und schmiedet einen perfiden Plan. Unter dem Vorwand, der jungen Frau bei der Suche nach ihrer gestohlenen Kleidung helfen zu wollen, lädt Jerry diese zu sich nach Hause ein. Als die Frau das Haus der Familie Bruders betritt, steht der maskierte Jerry mit einem Messer in der Hand vor ihr und verlangt von ihr, dass sie sich auszieht. Im Anschluss fertigt er einige Fotos von ihr an und flüchtet aus dem Haus.
Draußen zieht Jerome dann zügig die Maske wieder aus und geht zurück hinein, wo ihm die junge Frau entgegenkommt, die ebenfalls gerade flüchten will. Jerry behauptet, er sei die ganze Zeit über in der Scheune neben dem Haus eingesperrt gewesen und er habe den maskierten Mann auch gesehen. Die 18-Jährige bemerkt sofort, dass Jerome sie anlügt und dass er selbst die Person unter der Maske war. Sie rennt aus dem Haus und ruft umgehend die Polizei, jedoch kommt es nie zu einer Anklage. Im Alter von 17 Jahren lockt Jerome eine andere 17-Jährige in sein Auto und fährt mit ihr zu einem verlassenen Farmhaus. Nur wenig später ruft ein vorbeifahrendes Pärchen die Polizei, nachdem sie aus ihrem Autofenster beobachten konnten, wie Jerome das Mädchen vor dem Farmhaus verprügelte. Er hatte ihr zuvor damit gedroht, ihr etwas anzutun, wenn sie sich weigert, seine Befehle zu befolgen. Jerome wird kurz darauf festgenommen und aufgrund der Umstände in eine Psychiatrie gebracht, wo er Fantasien über die Entführung von Frauen offenlegt. Zum damaligen Zeitpunkt wurden diese Fantasien als eine Art Anpassungsstörung im Rahmen seiner Jugend betrachtet. In der Psychiatrie erhält Jerry ebenfalls die Diagnose Schizophrenie und er verbringt dort noch etwa 9 Monate. 1957 beendet Brooders die Highschool mit eher schlechten Noten und beginnt schon bald ein Studium, das er bereits wenig später wieder abbricht. Jerome tritt daraufhin der Armee bei, jedoch fällt er auch dort aufgrund seiner eigenartigen Neigungen auf und wird nur kurze Zeit später wieder entlassen. Im Alter von 21 Jahren zieht Jerry zurück zu seinen Eltern und lebt dort in einem kleinen Gartenschuppen neben dem Haus, bevor er etwa ein Jahr später die 17-jährige Darcy Metzler kennenlernt, die er bereits nach wenigen Monaten heiratet. Es dauerte nicht lange, bis Darcy alles tat, was Jerome von ihr verlangte. So sollte sie zum Beispiel regelmäßig nur in High Heels bekleidet die Hausarbeit erledigen, während Jerome ihr dabei zusah und Fotos von ihr machte. Als Jerome eines Tages selbst in Frauenkleidung vor seiner Ehefrau steht, reagiert diese verwirrt und geschockt. Ihre negative Reaktion enttäuschte Jerry, denn er wollte eine Frau, die alle seiner Wünsche akzeptiert, ohne Wenn und Aber. Schon bald sprechen die beiden nicht mehr über diesen Vorfall und Jerome zieht sich nach und nach immer mehr in seine geheime Fantasiewelt zurück. Das Ehepaar bekommt schließlich eine gemeinsame Tochter und zieht regelmäßig innerhalb der USA um, da Jerome es nie schaffte, über längere Zeit einen Job zu behalten. Im Alter von 28 Jahren zieht Jerry dann mit seiner Familie nach Portland, Oregon, wo er als Elektrotechniker arbeitet und gemeinsam mit seiner Frau einen Sohn bekommt. Auch zu dieser Zeit stiehlt er weiterhin regelmäßig Schuhe und Unterwäsche, die er heimlich in seiner Garage sammelt und dort versteckt. Als Jerome eines Tages eine fremde Frau beobachtet, die sein Interesse weckt, trifft er die spontane Entscheidung, der jungen Frau nach Hause zu folgen. Er versteckt sich vor ihrem Haus und wartet, bis sie eingeschlafen ist, bevor er in das Gebäude einbricht, um ihre Schuhe zu stehlen. Die Frau wird von einigen lauten Geräuschen aus dem Schlaf gerissen und wird auf den unbekannten Mann in ihrem Haus aufmerksam. Jerome bemerkte dies und geht sofort auf sie los, wobei er ihr die Luft abschnürt und sie das Bewusstsein verliert. Im Anschluss vergeht er sich an der Frau und flüchtet mit ihren Schuhen. 26. Januar 1968. Die 19-jährige Linda Slauson geht von Tür zu Tür und verkauft Bücher in der Nachbarschaft. Hierbei klingelt sie schließlich auch bei Jerry Brooders, der sie in einem kurzen Gespräch dazu überredet, hereinzukommen. Linda folgt Jerome bis in seine Kellerwerkstatt, wo er sie mit einer Holzplanke überwältigt und auch ihr die Luft abschnürt. Im Anschluss entkleidet er ihren Körper, holt einige der zuvor gestohlenen Kleidungsstücke aus seiner geheimen Sammlung hervor und zieht ihr einige davon an. Spätere Ermittlungen werden ergeben, dass Brooders einen ihrer Füße in seiner Kühltruhe aufbewahrte. Lindas leblose Überreste schmeißt Jerome nur wenig später von einer Brücke. 26. November. Die 23-jährige Jan Whitney verschwindet. Die Studentin von der University of Oregon war zuvor mit ihrem Auto liegen geblieben, was Jerome Brooders beim Vorbeifahren bemerkte. Er nutzte diese Gelegenheit aus und bot der jungen Frau an, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen, damit sie dort den Abschleppdienst rufen könne. Was Jen zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, schon kurz nachdem die beiden Jeromes Haus betraten, wird auch ihr mit einem Gürtel die Luft genommen.
Im Anschluss hängt Brudos ihren Körper in seiner Garage auf und zieht auch ihr verschiedene Kleidungsstücke an, wovon er immer wieder Fotos anfertigt. Ihren Körper schmeißt Jerome dann zusammen mit Linda Slawsons Fuß in einen Fluss. 27. März 1969. Die 19-jährige Karen Sprinker wird auf einem Parkplatz von Jerome Brudos verschleppt. Er drängt sie in sein Auto und die beiden fahren gemeinsam zu seinem Haus, wo er sich an ihr vergeht und sie dazu zwingt, Kleidung aus seiner Sammlung anzuziehen, um darin für Fotos zu posieren. Auch Karen überlebt die Begegnung mit Brudos nicht. Am 21. April entdeckt Jerome eine junge Frau namens Sharon Wood in einem Parkhaus der Portland State University. Dort lauert er ihr auf und es kommt zu einem Kampf. Als Sharon gerade bewusstlos zu Boden geht, taucht plötzlich ein fremdes Auto in der Einfahrt des Parkhauses auf und treibt Jerome in letzter Minute in die Flucht. Bereits am nächsten Tag startet er erneut den Versuch, eine junge Frau auf offener Straße zu verschleppen. Diesmal trifft es die 15-jährige Gloria Smith, doch auch dieser Versuch schlägt fehl und Gloria kann Brudos entkommen. Nur etwa zwei Tage später verschwindet die 22-jährige Linda Sully, deren Auto verlassen auf einem Parkplatz gefunden wird. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird sich schon bald herausstellen, dass sich Brudos vor ihr als Polizist ausgab und sie unter diesem Vorwand in sein Auto lockte. Er fährt mit ihr zu sich nach Hause, wo er sich an Linda vergeht und auch ihr die Luft abschnürt. Nach einigen Experimenten mit ihrem Körper entsorgt er schließlich ihre leblosen Überreste. Nur wenig später im Mai beginnt Jerome Brudos damit, telefonisch verschiedene Studentinnen der nahegelegenen Oregon State University zu kontaktieren, wobei er sich mit verschiedenen Frauen zu Blind Dates verabredet. Es dauerte nicht lange, bis sich eine der Studentinnen bei der Polizei meldet und von einem eigenartigen Mann berichtet, den sie bei einem solchen Date getroffen hatte. Nachdem die Polizisten den Mann auf dem Campus der Universität abfangen, kann dieser als der 30-jährige Jerome Brudos identifiziert werden. Im Rahmen mehrerer Befragungen erhalten die Polizisten schließlich Zugang zu Brudos Haus, wobei einem der Beamten mehrere verdächtige Gegenstände auffallen. Nur wenig später finden die Ermittler ebenfalls all die Fotos, mit denen Jerome zuvor seine Verbrechen an den Frauen dokumentierte. Nun kam auch noch die Aussage der 15-jährigen Gloria Smith hinzu, die gegenüber der Polizei berichtet, ein unbekannter Mann habe vor etwa einem Monat versucht, sie zu entführen. Gemeinsam mit dem Polizisten gelingt es ihr, Jerome Brudos als den Täter zu identifizieren. Bei den folgenden Befragungen gibt Jerome Brudos schließlich mehrere seiner Verbrechen zu und kommt vor Gericht. Er wird des Mordes an Jen Whitney, Linda Sully und Karen Sprinker angeklagt und plädiert auf Schuldunfähigkeit. Auch den Mord an Linda Slawson gab Brudos zu, jedoch fehlte von ihrem Körper weiterhin jede Spur und die vorhandenen Beweise reichten nicht für einen weiteren Prozess aus. Mehrere psychologische Gutachter werden hinzugezogen und schätzen Jerome Brudos als schuldfähig ein. Ein Intelligenztest deutet schon bald darauf hin, dass Brudos einen überdurchschnittlich hohen IQ besitzt und mehrere Gutachter diagnostizieren bei ihm unter anderem eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Vor Gericht ändert er kurze Zeit später seine Taktik und bekennt sich des dreifachen Mordes schuldig. Jerome Brudos wird in drei Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt und der zuständige Bewährungsausschuss konnte bestätigen, dass Brudos das Gefängnis nie mehr lebend verlassen wird. Insgesamt verschwanden über die Jahre 12 Frauen in dieser Gegend, jedoch konnte keiner dieser vermissten Fälle mit Brudos in Verbindung gebracht werden. Im Rahmen der Verhandlungen kam auch Jeromes Ehefrau vor Gericht, da man zu diesem Zeitpunkt vermutete, sie könnte etwas über die Verbrechen ihres Mannes gewusst haben. Im Laufe der folgenden Prozesse fanden die Behörden jedoch keine Anzeichen für irgendeine Art der Beteiligung seiner Frau. Diese wurde freigesprochen und ließ sich schließlich von dem inhaftierten Jerome scheiden, nachdem sie von den grausamen Details seiner Taten erfuhr. Vor Gericht beantragte seine Frau schließlich auch ein Kontaktverbot zwischen Jerome und ihren gemeinsamen Kindern. Während seiner Haftzeit wird Jerome Brudos nachweislich regelmäßig von anderen Insassen verprügelt. Er stirbt schließlich nach 37 Jahren hinter Gittern im Alter von 67 Jahren an einer Erkrankung der Leber. September 2016.
Cleveland, Ohio, USA. Bei der Polizeistation von Cleveland geht an diesem Tag ein Notruf ein, den die Beamten mehr als ungewöhnlich finden. Am Telefon ist eine junge Frau. Sie erzählt eine Geschichte, die kaum zu glauben ist. Die Anruferin wird in einem leerstehenden Haus gefangen gehalten und ihr Entführer ist mit ihr im selben Raum. Er schläft allerdings gerade und die Frau hat es geschafft, sich zum Teil aus den Fesseln zu befreien und das Handy des Mannes zu nehmen, weshalb es ihr gelang, die Polizei anzurufen. Sie traut sich jedoch nicht wegzulaufen, weil sie befürchtet, dass der Mann sie aufhalten und umbringen würde. Es klingt unwahrscheinlich, dass ein Entführungsopfer mit der Polizei telefoniert, während der Kidnapper neben ihm ist, doch Pflichtbewusstsein und Intuition sagen dem Beamten, der das Gespräch angenommen hat, dass er die Sache ernst nehmen muss. Mehrere Minuten lang reden die Frau und der Polizist am Telefon und innerhalb dieser Zeit erfährt der Beamte alles über die Entführung, inklusive des Namens des Täters. Der Mann heiße Sean Great, sagt die Frau, und sie habe ihn eine Woche vor der Entführung kennengelernt. Sie dachte, er sei ziemlich sympathisch und sie traf sich mehrere Male mit ihm zum Badmintonspielen. Da sie beide ein Interesse für Religion teilten, lasen sie zusammen Bibelverse. Am Tag der Entführung gingen sie spazieren und sprachen unterwegs über die Bibel. Dann überzeugte er sie, mit ihm zu einem Haus zu gehen, wo er laut eigenen Angaben wohne. Nachdem sie eine Weile lang gelesen hatten, ging Great in die Küche und als er zurückkam, war er plötzlich total verändert und wirkte bedrohlich. Er sagte der Frau, sie könne niemals mehr von ihm weg, dann packte er sie, drängte sich auf sie und verging sich an ihr. Das sei inzwischen 3 Tage her. In der Zwischenzeit habe sie etliche weitere Übergriffe über sich ergehen lassen müssen und der Täter habe ebenfalls versucht, sie umzubringen, als sie flüchten wollte. Mitten im Gespräch bekommt die Frau plötzlich große Angst und wird ganz still. Dann folgt ein Aufatmen. Der Entführer war aufgewacht, hat jedoch nichts bemerkt und ist wieder eingeschlafen. So kann die Frau dem Polizisten noch das Wichtigste sagen, wo sich das Haus befindet, in dem sie gefangen gehalten wird. Sie hat sich den Weg dorthin gemerkt und kann sich an viele Details erinnern. Wenig später fahren mehrere Polizeiautos den Weg hinauf, den die Frau am Telefon beschrieb. Die Beamten der Polizei erreichen ein augenscheinlich leerstehendes Haus. Sie klingeln oder klopfen nicht, sondern brechen leise die Tür auf und schleichen sich hinein, um den mutmaßlichen Täter nicht durch laute Geräusche vorzuwarnen, falls die Geschichte der Anruferin wirklich stimmt. Sie wollten um jeden Preis vermeiden, dass er seine Geisel umbringt oder flüchtet. Vorsichtig sehen sich die Beamten im Haus um, ohne zu ahnen, dass ihre bisherigen Befürchtungen schon bald übertroffen werden. Schon wenige Momente nach dem leisen Eintritt in das Gebäude finden die Ermittler in einem Zimmer wirklich die Frau, die angerufen hat. Neben ihr schläft seelenruhig ein Mann. Die Frau ist gefesselt, hat Blessuren und blutet. Dem Mann hingegen scheint es körperlich gut zu gehen. Jetzt allerdings ist er sehr überrascht, als er durch das Klicken der Handschellen unsanft geweckt wird. Sowohl der Mann, der tatsächlich als der 40-jährige Sean Great identifiziert werden kann, als auch die Frau, deren Name nie öffentlich bekannt gegeben wurde, werden aufs Polizeirevier gebracht. Die Frau, damit ihre Aussage gegen ihren Entführer aufgenommen werden kann, und der mutmaßliche Täter, um verhört zu werden. In der Befragung behauptet er, dass er der Frau nichts habe antun wollen, sondern dass er sie heiraten wollte. Den Ermittlern ist sofort klar, dass es sich hierbei um eine schamlose Lüge handeln muss, da das Opfer dieser grausamen Tat unter zahlreichen Verletzungen am ganzen Körper leidet. Sean Great wird schon kurz darauf angeklagt und bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft untergebracht. Zeitgleich sehen sich einige Ermittler in dem Haus um, das Great offenbar illegal bewohnte, und was sie dabei entdecken, lässt ihnen die Haare zu Berge stehen. In einem der Räume finden sie 2 leblose Körper, oder besser gesagt das, was von ihnen übrig ist. Auf den zweiten Blick erkennen die Beamten, dass es sich bei den inzwischen schon stark zersetzten Körpern um 2 Frauen handeln muss. In der Gerichtsmedizin stellt sich dann heraus, dass mit dem schockierenden Fund 2 Vermisstenfälle geklärt wurden. Einer der beiden Körper gehört der 29-jährigen Elizabeth Griffiths. Sie ist 1 Monat zuvor in Ashland, Ohio verschwunden. Der 2. Körper gehört zu einer 43-jährigen Mutter namens Stacy Stanley. Sie wurde ebenfalls zuletzt in Ashland gesehen, als sie eine Panne hatte und den Reifen wechseln wollte. Nur ihr Auto wurde gefunden, sie selbst verschwand spurlos. Die medizinischen Untersuchungen kommen schon bald zu dem Ergebnis, dass beide Frauen erwürgt wurden. Der Fund der beiden vermissten Frauen in dem Haus, in das Sean Great die anonyme Anruferin verschleppt hatte, lässt die Polizei eine grausige Schlussfolgerung ziehen. Bei dem 40-jährigen Mann handelt es sich anscheinend um einen Serienmörder, der Frauen entführt, sich an ihnen vergeht und ihre Leben dann auf grausamste Art und Weise beendet.
Wäre die Frau nicht so mutig gewesen, die Polizei anzurufen, wäre sie vermutlich sein nächstes Opfer geworden und sie hätte das Haus aller Wahrscheinlichkeit nach nie mehr lebend verlassen. Die Ermittler fragen sich nun aber auch, ob vielleicht noch mehr Morde auf Sean Grades Konto gehen und ob sie somit möglicherweise noch weitere bislang ungeklärte Fälle auf ihn zurückführen können. Im Verhör weigert sich Grade zunächst, die Morde an den zwei im Haus gefundenen Frauen zu gestehen, verstrickt sich dann in unlogische Aussagen, bevor er nach einer langen und nervenaufreibenden Befragung schließlich doch noch ein Geständnis ablegt. Zum Erstaunen der Ermittler geht Grades Geständnis dann sogar noch über die bisher gefundenen Opfer hinaus. Er berichtet, dass er zuvor bereits Morde an drei weiteren Frauen begangen habe. Sein erstes Opfer tötete er bereits im Mai des Jahres 2006, etwa ein Jahrzehnt vor seiner Inhaftierung. Zum Zeitpunkt des Verhörs ist ihr Name noch unbekannt. Sie trug Zeitschriften in der Nachbarschaft aus und ging dafür von Haustür zu Haustür. Grade kannte sie durch genau diesen Job. Die Frau hatte seine Mutter kurz zuvor dazu überredet, ein Zeitungsabo abzuschließen. Im Zeitraum kurz nach der erfolgreichen Zahlung kam sie dann jedoch nicht wie üblich an dem Haus vorbei und Grades Mutter wartete vergeblich auf die bereits bezahlten Zeitschriften. In dem Glauben, dass seine Mutter einer Betrügerin zum Opfer gefallen war, machte sich Sean Grade auf die Suche nach der Frau. Er fuhr mit dem Auto durch die Straßen der Nachbarschaft und tatsächlich konnte er sie bereits kurze Zeit später finden. Als er sie entdeckte, bat er sie, in sein Auto einzusteigen, unter dem Vorwand, einige weitere Zeitungen kaufen zu wollen. Zunächst fuhren die beiden zu Grades Haus, vermeintlich um das geplante Geschäft abzuschließen. In dem Hinterhof des Hauses ging Grade auf sie los und schnürte ihr die Luft ab, woraufhin sie das Bewusstsein verlor. Im Anschluss brachte er die Frau in seinen Keller, wo er durch mehrere Stiche in den Halsbereich ihr Leben beendete. Ihren leblosen Körper entsorgte er in der Landschaft, eingewickelt in Bettlaken, bevor er sie gemeinsam mit allen Beweismitteln verbrannte. Erst zwei Jahre später wurden die Überreste der Frau gefunden, doch es gab keine Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte. Nun hat sich der Fall ganz unverhofft nach knapp einem Jahrzehnt aufgeklärt. Die Frage, um wen es sich bei der bislang noch nicht identifizierten Frau handelt, sollte erst im Jahr 2019, also drei Jahre nach Sean Grades Verhaftung, geklärt werden. Der Name der Frau: Dana Nicole Laurie. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 23 Jahre alt. Auch in Bezug auf Grades zweites Mordopfer kommen im Laufe der Ermittlungen schon bald neue Informationen ans Licht. Anhand der Beschreibungen der Frau durch Grade sowie des Ortes, an dem er ihren leblosen Körper entsorgt hat, können die Ermittler Rückschlüsse auf den Fall Rebecca Lacey ziehen. Ihre sterblichen Überreste wurden im März 2015 gefunden. Eigentlich wurde in dem Fall gar nicht weiter ermittelt, denn ihr Tod war fälschlicherweise als Überdosis angesehen worden, weshalb die Beamten einen Fremdverschulden bislang ausschlossen. Grades drittes Opfer hieß Candace Cunningham. Ihr lebloser Körper wurde bislang noch gar nicht gefunden. Erst als Grade die Ermittler nun zu dem Ablageort hinführt, entdecken sie ihren leblosen Körper hinter einem abgebrannten Haus. Sean Grade scheint sich in der polizeilichen Befragung gar nicht erst darum zu bemühen, unschuldig zu erscheinen. Er streitet nur weiterhin ab, einen Mord an der entführten und schließlich lebendig gefundenen Frau geplant zu haben. Zu seinen anderen Taten steht er jedoch ganz offen und er scheint der Meinung zu sein, dass diese moralisch völlig in Ordnung waren. Grade zeigt keinerlei Reue, weder in den polizeilichen Verhören noch später im Gerichtsprozess. Auch über sein Motiv packt Grade nur allzu gern aus, allerdings zuerst nicht gegenüber der Polizei, sondern er wendet sich an die Presse. Vom Gefängnis aus schickt er zwei handschriftliche Briefe an die Reporterin Megan Hickey von News 5 Cleveland. Darin erklärt er, dass ihm plötzlich die Erkenntnis gekommen sei, warum er das Gefühl hatte, seine Opfer töten zu müssen. Er berichtet: Sie waren schon tot. Nur ihre Körper waren überall unterwegs, aber ihr Verstand war schon tot. Der Staat hat ihren Geist infiltriert, in dem Moment, als sie anfingen, ihre monatlichen Schecks zu bekommen. Mit den monatlichen Schecks ist gemeint, dass die Frauen finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen haben. Weiter erklärt Grade, dass er selbst auch solche Unterstützung bekommen hat, aber viel weniger als die Frauen. Er habe nur $200 im Monat bekommen. Eines seiner Opfer habe das Vierfache erhalten. Für die Reporter und Ermittler schien es fast so, als sei Grade durch seine finanzielle Situation frustriert und er schien es ungerecht zu finden, dass andere Menschen mehr Geld bekommen als er. In dieser Hinsicht könnte er seine Opfer aus Rache stellvertretend für alle ausgesucht haben, die mehr staatliche Leistungen erhalten als er. Warum es dann allerdings nur Frauen waren und warum er sich an ihnen verging, kann durch dieses angenommene Motiv nicht beantwortet werden. Ein Blick in Grades Vergangenheit lässt vermuten, dass viel mehr hinter seinen Taten steckt als bloßer Neid.
Sean Grade wuchs den Großteil seiner frühen Kindheit bei seiner Mutter auf, nachdem seine Eltern sich kurz vor seinem 6. Geburtstag scheiden gelassen hatten. Er hat einen älteren Bruder und eine viel ältere Halbschwester, die im Prozess wichtige Hinweise auf Grades mentale Verfassung gibt. Ihre gemeinsame Mutter, Theresa McFarland, wurde bereits in ihrer Jugend schwanger und musste den 7 Jahre älteren Kindesvater heiraten. Dieser war jedoch gewalttätig, während sie selbst alkoholsüchtig war. Das Ehepaar ließ sich nach wenigen Jahren scheiden und McFarland heiratete einen anderen Mann, mit dem sie Sean und seinen Bruder bekam. Sie war immer noch Alkoholikerin und blieb zudem die ganzen Wochenenden lang weg. Zu ihren Kindern hatte sie Berichten zufolge ein sehr distanziertes Verhältnis. Nachdem sie sich auch von ihrem neuen Mann hatte scheiden lassen, blieben die Kinder bei ihr wohnen. Sean litt unter der kühlen Art seiner Mutter und ihrem Alkoholismus. Zudem hatte er starke Lernschwierigkeiten in der Schule. Als er 11 Jahre alt war, verließ seine Mutter die Familie. Er und sein Bruder lebten fortan beim Vater, die Schwester war schon alt genug, um alleine zu wohnen. Nun hätte es Sean besser gehen können, doch in seinem Inneren hatte er sich zu diesem Zeitpunkt schon in eine düstere und hasserfüllte Welt zurückgezogen. Nach außen hin schien er trotzdem ein freundlicher und charmanter Junge zu sein, dem die Mädchen zu Füßen lagen. Wer ihn näher kannte, wusste jedoch, dass er manchmal tagelang nur in sich gekehrt auf dem Sofa lag. Was ihn aufbaute, war der Sport, denn er spielte leidenschaftlich gern Baseball und war ein guter Spieler der Highschool-Mannschaft. Als er 14 Jahre alt war, brach er sich dabei den Arm und durch diesen Zufall wurde im selben Arm ein Tumor diagnostiziert. Er wurde operiert und der Krebs kam nicht zurück, doch von da an hat er nie wieder Baseball gespielt. Dieser Rückschlag schien langsam aber sicher etwas in Sean anzustoßen. Er steigerte sich immer weiter in die Wut auf seine Mutter hinein und er gab ihr die Schuld für alles, was in seinem Leben nicht gut lief. Er hatte das Gefühl, von seiner Mutter nicht geliebt zu werden. Ein Gefühl, mit dem er nie erfolgreich umzugehen lernte. Schon früh hatte er laut eigenen Berichten deshalb den Wunsch, Rache an seiner Mutter auszuüben und ihr Leben zu beenden, doch er tat es nicht. Stattdessen ließ er seine Wut an anderen Frauen aus. Bereits mit 18 Jahren wurde er zum ersten Mal für einen solchen Übergriff verhaftet. Er hatte seine damalige Freundin am Hals gepackt und gewürgt. Grade blieb aber auf freiem Fuß und setzte sein Leben mit wechselnden Beziehungen, aber ohne Arbeit fort. Im Alter von 23 Jahren hatte er eine 17-jährige Freundin, die von ihm schwanger war. Eines Tages eskalierte seine Wut auch gegen sie, er ließ dann aber wieder von ihr ab, genau wie bei seiner ersten Freundin. Einige Monate später bedrohte er das Mädchen und dessen Schwester und hielt sie eine Zeit lang gefangen. Er machte ihnen deutlich, dass er bereit war, sie beide zu töten. Es dauerte eine Weile, bis sich Grade dann schließlich beruhigte und den beiden erlaubte zu gehen. Es folgten weitere Beziehungen und 2 weitere Kinder mit verschiedenen Frauen. Wie sich Grade in seiner Rolle als Vater verhielt, ist nicht bekannt. Im Jahr 2003 verging er sich jedoch an einer seiner Freundinnen. Im Jahr 2010 verging er sich wieder an einer Partnerin. In diesem Fall wurde er angeklagt, kam aber nicht lange hinter Gitter. Auch für seine anderen Angriffe bekam Grade teils gar keine und teils nur ganz kurze Gefängnisstrafen, mit Ausnahme eines Angriffs auf seine Freundin mit einem scharfen Gegenstand, für den er 4 Jahre Haft erhielt. Grades Einstellung zu Frauen zeigt sich aber nicht nur in diesen einzelnen Angriffen, sondern alle seine Ex-Partnerinnen berichten gleichermaßen von seiner aggressiven und besitzergreifenden Art. Zu Beginn habe er sich liebevoll gezeigt, doch nach kurzem sah er die Frauen als sein Eigentum, kontrollierte sie auf Schritt und Tritt und rastete schnell aus, was regelmäßig zu Gewaltausbrüchen führte. Seine letzte Ehefrau berichtet, dass er sie nach der Scheidung bedroht habe. Und nicht nur sie, sondern auch die gemeinsame Tochter. Er habe ihr geschrieben, dass er sich auf das große Finale vorbereitet und wenn er seine Tochter nicht sehen darf, dürfe sie niemand sehen. Seine Ex-Frau erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Auch Männer aus seinem Umfeld haben bemerkt, dass er eine manipulative Persönlichkeit hat und die Freundlichkeit von Menschen ausnutzt. Er soll sogar ein Gespür dafür haben, wer ein leichtes Opfer ist. Sogar seine Mutter erzählt, dass er sich bewusst bei jedem einschmeichelt und sie geht sogar so weit zu sagen, dass er das Wesen eines Teufels habe. Im psychiatrischen Gutachten, das im Rahmen der Anklage angefertigt wurde, wird festgestellt, dass Grade im Laufe seines Lebens immer aggressiver wurde. Was der konkrete Auslöser dafür war, dass er mit den Morden anfing, ist jedoch unklar. Genauso kann nicht ganz nachvollzogen werden, warum er einige Frauen tötete und andere zwar bedrohte und angriff, aber am Leben ließ. Bei der Auswahl seiner Mordopfer gab es kein bestimmtes Muster. Zu einigen hatte er keine persönliche Verbindung, mit anderen hatte er eine freundschaftliche oder intime Beziehung.
Möglich ist, dass er auf diese fünf Frauen tatsächlich eine verstärkte Wut hatte, weil sie mehr finanzielle Unterstützung vom Staat bekamen als er, oder er konnte seine Mordlust in den betreffenden Fällen einfach nicht kontrollieren. In diesem Zusammenhang ist wiederum unklar, ob er die Morde geplant hatte. Fest steht aber, dass er es durch sein vermeintlich sympathisches Auftreten immer wieder geschafft hat, Frauen zu blenden und nicht verdächtig zu erscheinen, obwohl Grade von Jugend an dafür bekannt war, Frauen auszunutzen, zu manipulieren und sogar anzugreifen, ist augenscheinlich niemand auf die Idee gekommen, dass es sich bei dem charmanten jungen Mann um einen Serienmörder handeln könnte. Nach seinem ersten Mord ist er noch etwa 10 Jahre lang frei herumgelaufen und konnte somit 4 weitere Leben beenden. In dieser Zeit hatte er sogar eine Ehe, aus der sein drittes Kind hervorging. Grade führte gewissermaßen ein Doppelleben, auch wenn eines seiner Leben Rückschlüsse auf sein anderes zuließ. Einerseits Ehepartner und Vater und andererseits ein Mörder, der seine grausamen Fantasien bis zur Vollendung auslebte. Er hätte sicherlich noch viele weitere Opfer angesammelt, wenn er nicht an die Frau geraten wäre, die seinen Taten durch ihren Mut ein Ende bereitet hat. Im Gerichtsprozess gesteht Grade seine Taten ohne Reue, während sein Anwalt versucht, das Geständnis aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit für ungültig zu erklären. Das Gericht hat jedoch keine Zweifel an Grades Schuld und verurteilt ihn aufgrund seiner schweren Taten zum Tode. Vor seiner Verurteilung sagt er schließlich etwas, was vermuten lässt, dass er noch viele weitere Frauen ins Visier genommen hätte. Er berichtet: "Ich hätte gern noch vieles getan, aber ich weiß, dass ich damit nicht davongekommen wäre." Grade sitzt aktuell immer noch in Haft. Die Vollstreckung seines Urteils ist für den 19. März 2025 geplant. November 12, 2016. Anchorage, Alaska, USA. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens, als die Polizei von Anchorage einen Notruf erhält. Ein Taxifahrer meldet, dass ein Kunde ihn bestohlen hat. Der Polizist Arne Saleo macht sich auf den Weg zur Cordova Street, um mögliche Zeugen zu befragen. Als er gerade an der Ecke zwischen Cordova Street und Fifth Avenue ankommt, sieht er einen Mann, der die Straße entlang geht. Officer Saleo fährt neben ihn und fragt ihn, ob er etwas von dem Überfall auf den Taxifahrer mitbekommen hat. Der Mann reagiert nicht, er geht einfach weiter. Der Beamte findet das verdächtig und wiederholt seine Frage über das Megafon des Polizeiwagens. Jetzt reagiert der Mann, doch nicht wie erwartet. Er zieht eine Waffe aus der Jackentasche und feuert ohne jegliche Vorwarnung durch das geöffnete Wagenfenster mehrfach auf den Officer. 4 Schüsse treffen dessen Körper. Trotz der schweren Verletzungen schafft es der Polizist, aus dem Wagen auszusteigen und seinerseits auf den unbekannten Mann zu schießen. Seine Schüsse treffen jedoch nicht. Unter Schmerzen versucht Saleo nun, den Unbekannten niederzuringen, aber dieser ist groß, kräftig und unverletzt, sodass der Officer kaum eine Chance gegen ihn hat. Dennoch hatte er Glück. Ein anderer Polizist ist ganz in der Nähe und wird auf den Kampf aufmerksam. Sergeant Mark Petsky zögert keine Sekunde. Er eröffnet sofort das Feuer auf den Unbekannten und trifft ihn mehrfach. Der Mann fällt schwer getroffen zu Boden und bewegt sich nicht mehr. Kurz darauf kommen Notarzt und Rettungswagen, die von den beiden Polizisten gerufen wurden. Der Notarzt stellte fest, dass der Unbekannte tot ist. Officer Saleos Zustand ist bedenklich. Er wird schnellstens ins Krankenhaus gefahren und dort über 7 Stunden in der Notaufnahme operiert. Die Schüsse des Unbekannten haben nicht nur einige seiner Knochen getroffen, sondern auch innere Organe, unter anderem die Leber. Doch glücklicherweise überlebt der Polizist und behält auch keine bleibenden Schäden. Während Officer Saleo in der Notaufnahme gerettet wird, beginnen bereits die Ermittlungen gegen den unbekannten Toten. Wer war der Mann und warum griff er Officer Saleo an? War er derjenige, der den Taxifahrer ausgeraubt hat und wollte er so seiner Verhaftung entgehen? Oder steckt vielleicht noch viel mehr dahinter und die Ermittler hatten nur noch keine Ahnung? Die Identität des Mannes konnte schnell geklärt werden. Es handelte sich um den 40-jährigen James Dale Ritchie, der in Anchorage lebte und eine lange Liste von Vorstrafen hatte. Gewaltverbrechen waren bisher nicht dabei, sondern verschiedene Delikte rund um illegale Substanzen und ein bewaffneter Einbruch. Er war mehrmals verhaftet worden, wurde teils wieder freigelassen und teils zu Bewährungsstrafen verurteilt, bis zu dem Einbruch im Jahr 2005, für den er 2 Jahre hinter Gittern saß. Nachdem er aus der Haft entlassen worden war, wurde es ruhig um Ritchie und es kam zu keinen weiteren nennenswerten Gesetzesverstößen. Dies war jedenfalls der Eindruck der Behörden. Für die Polizei war es eine große Überraschung, dass Ritchie nun wieder auftauchte und mit einer Waffe auf einen Polizisten schoss. Es könnte durchaus sein, dass er wieder auf die schiefe Bahn geraten war und nun auch vor schwerer Gewalt nicht mehr zurückschreckte.
Immerhin hatte er bei seinem Einbruch im Jahr 2005 auch eine Schusswaffe dabei, genauso wie Handschellen, was vermuten lässt, dass er eine Entführung geplant hatte oder zumindest in Kauf nahm, Personen im Haus zu fesseln und zu bedrohen, falls sie ihn bei dem Einbruch überraschen. Insofern war es gar nichts Neues, dass Richie gewaltbereit war und nun mit einer Waffe unterwegs war. Nur, dass er einfach aus heiterem Himmel auf einen Polizisten schoss, nachdem er fast 10 Jahre lang unauffällig war, erschien merkwürdig. Auch die Waffe machte die Ermittler stutzig. Es war eine Colt Python, genau der Waffentyp, mit dem im Jahr 2016 5 Menschen in Anchorage umgebracht worden waren. Alle 5 Morde waren ungeklärt. Sie geschahen alle in der Nacht. Jedes Mal wurde mehrfach auf die Opfer geschossen und bei allen Morden schien es so, dass der Täter wahllos und plötzlich die Schüsse abfeuerte. Könnte Officer Saleo das 6. Opfer eines Serienkillers gewesen sein? Schon seit Anfang Juli, wo der erste Mord geschah, ermittelte die Polizei von Anchorage mit Hochdruck. Am 3. Juli ereignete sich zunächst ein Doppelmord. Die 20-jährige Brianna Foisey und der 41-jährige Jason Netter Sr. wurden in den frühen Morgenstunden auf einem Fahrradweg ermordet. Ihre leblosen Körper wurden ein paar Stunden nach ihrem Tod nebeneinander am Wegrand entdeckt. Die beiden hatten keine Verbindung zueinander und auch nicht zu Richie. Jedenfalls ist keine Verbindung bekannt. Foisey und Netter waren obdachlos und lebten zeitweise auf der Straße. Es ist zu vermuten, dass der Täter sie zufällig gesehen hat, als er auf Opfersuche war. Bereits am 29. Juli 2016 geschah der nächste Mord, wieder auf einem Fahrradweg. Diesmal war der 21-jährige Travion Kindle Thompson das Opfer. Möglicherweise gab es hier eine Verbindung zu Richie. Es handelte sich nämlich um den Neffen von Richies bestem Kindheitsfreund, Quincy Thompson. Es ist allerdings nicht bekannt, ob Richie und sein Opfer sich überhaupt kannten, da Richie nach Quincys Tod im Jahr 1994 keinen Kontakt mehr mit der Familie Thompson hatte. Es könnte also einfach ein weiterer Zufall gewesen sein. Nach dieser Tat war klar, dass ein Serienmörder am Werk war und es gab Fortschritte in den Ermittlungen, denn 3 Zeuginnen hatten vor der Tat einen Mann beobachtet, der im Gebüsch lauerte und dank ihrer Aussage konnte eine Phantomzeichnung des möglichen Täters erstellt werden. Die Ermittler erkannten jedoch nicht die Ähnlichkeit dieser Zeichnung zum polizeibekannten Richie und zogen ihn ohnehin nicht in Verdacht, da die Taten nichts mit seinen früheren Delikten gemeinsam hatten und da er schon seit Jahren nicht mehr bei der Polizei auffällig war. Auch Hinweise aus der Bevölkerung ergaben keine brauchbare Spur zum Täter. So konnte er weiter morden und dies tat er am 28. August 2016 wieder am frühen Morgen und wieder in einer einsamen Gegend mit viel Natur und Gebüsch. Der 34-jährige Kevin Turner und der 25-jährige Brian DeHassen wurden im Moon Park erschossen. Kevin Turner litt an Schizophrenie und war obdachlos, im Gegensatz zu Brian DeHassen, der ein bekannter Umweltaktivist war und mit seinem Fahrrad zu einem Freund unterwegs war. Brians Vater vermutet, dass Brian den Mord an Kevin beobachtet hat und deshalb vom Täter erschossen wurde. Dies wäre bei dem Doppelmord an Brianna Foisey und Jason Netter ebenfalls eine mögliche Erklärung. Möglich wäre aber auch, dass der Mörder gleichzeitig auf 2 Personen schoss, die sich zufällig zur selben Zeit am selben Ort befanden. Das Motiv für die Taten ist vollkommen unklar, die Polizei vermutet aber, dass es einfach Mordlust war, da die Opfer keine Verbindung untereinander hatten und an einsamen, öffentlichen Plätzen vom Täter überrascht wurden. Für die Polizei war eindeutig, dass es sich um einen Serienmörder handeln musste, weil alle Morde auf die gleiche Art geschahen und mit derselben Waffe verübt wurden. Letzteres wurde der Öffentlichkeit jedoch nicht bekannt gegeben, da die Ermittler befürchteten, dass der Täter sich dann der Waffe entledigen könnte und so die Ermittlungen aussichtslos werden würden. Man gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, einsame Orte in der Nacht zu vermeiden. Bis zur Begegnung von Richie und den beiden Polizisten am 12. November vergingen 2,5 Monate ohne weiteren Mord, aber auch ohne Fortschritte in den Ermittlungen. Die Mutter des ermordeten Travion Kindle Thompson ermittelte inzwischen auf eigene Faust und entdeckte Ende Oktober einen bewaffneten Mann in der Nähe des Krankenhauses von Anchorage, der aussah wie der Mann auf der Phantomzeichnung. Sie informierte die Polizei und wollte den Mann selbst zur Rede stellen, was sie dann aber auf Anweisung der Polizei nicht tat. Der Mann verschwand und die Mordfälle blieben weiter ungeklärt. Jedenfalls bis jetzt der Zufall auf der Seite der Ermittler war. Nun erkannten sie, dass der Mann auf der Phantomzeichnung James Dale Richie war und wussten, dass er einen Colt desselben Typs wie die Tatwaffe der Morde besaß. Um herauszufinden, ob es sich wirklich um die Tatwaffe handelte, schickte die Polizei den Colt zur forensischen Untersuchung ins Alaska Crime Lab. Und tatsächlich,
Die Untersuchung bestätigte, dass die Kugeln, die in den Körpern der Mordopfer gefunden wurden, zu exakt diesem Colt passten. Trotzdem waren die Ermittlungen damit nicht abgeschlossen, denn der Colt war nicht auf Richie registriert, sondern auf einen anderen Mann, der die Waffe im Jahr 1971 gekauft hatte. Dieser namentlich nicht bekannte Mann wurde nun von der Polizei befragt, allerdings wurde er nicht verdächtigt, die Morde begangen zu haben. Die Ermittler wollten hauptsächlich klären, wann und wie die Waffe in Richies Besitz gelangt ist. Durch die Zeugenaussagen und die Phantomzeichnungen bestand mittlerweile kein Zweifel mehr daran, dass Richie der Serienmörder war, der im Sommer 2016 sein Unwesen in Anchorage trieb. Der ursprüngliche Waffenbesitzer erklärte den Ermittlern, dass Richie den Colt von ihm gekauft hat, und zwar direkt nach Richies Haftentlassung. Ob Richie damals schon geplant hat, die Waffe einzusetzen, um Menschen absichtlich zu verletzen oder zu töten, kann man nur mutmaßen. Ebenso bleibt im Dunkeln, wie es dazu kam, dass James Dale Richie nach 40 Lebensjahren zu einem Mörder wurde. In seiner Kindheit und Jugend war Richie nur positiv auffällig. Er wuchs in Anchorage auf und führte ein unbeschwertes Leben. Als Jugendlicher wurde der große, sportliche Junge dann ein Topspieler des Basketballteams und des Footballteams seiner Highschool. Mit diesen nahm er sogar an den Landesmeisterschaften teil. Dabei wurde er vom West Virginia University Football Team entdeckt und bekam so einen Studienplatz am College. Einen Tag bevor Richie Anchorage verließ, wurde jedoch sein bester Freund Quincy Thompson erschossen. Dies war für Richie ein schwerer Schlag. Er blieb nur ein Semester lang am College und kehrte danach nach Alaska zurück, wo er immer weiter abstürzte. Er beteiligte sich an verschiedenen Verbrechen und fiel danach selbst in die Abhängigkeit. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, schien er ein normaleres Leben zu führen und hatte laut Aussage seiner Mutter mit seiner kriminellen Vergangenheit abgeschlossen. Im Jahr 2013 zog er nach Virginia und lebte dort mit seiner Freundin zusammen, die sich jedoch Anfang 2016 von ihm trennte. Richie kehrte daraufhin wieder nach Anchorage zurück, wo er zunächst weiterhin ein unauffälliges Leben führte, bis er im Juli mit den Morden begann. Was den Ausschlag dafür gab, dass er auf einmal Menschen erschießen wollte, können sich die Ermittler nicht erklären. Auch ob Richie in der Nacht des 12. November 2016 wieder unterwegs war, um zu morden, und wie viele Menschen er noch töten wollte, kann man nur mutmaßen. Fest steht aber, dass er sicher noch lange nicht gefasst worden wäre, wenn Officer Seleo und Sergeant Petsky ihm nicht zufällig begegnet wären und ihn zur Strecke gebracht hätten. August 24, 1990. Gainesville, Florida, USA. Das Semester an der Universität von Florida hat gerade begonnen und viele neue Studenten sind auf dem Campus in ihre Studentenapartments gezogen. Alle sind guter Dinge, der Sommer ist noch in vollem Gang und die Erstsemester freuen sich auf die tollen Jahre an der Uni, die jetzt kommen. Auch Sonja Larsen und Christina Paul haben sich neu an der Uni eingeschrieben. Sie sind gerade mal 17 Jahre alt und kommen direkt von der Highschool. Die beiden jungen Frauen teilen sich ein Apartment. Christina wohnt im unteren Zimmer und Sonja hat oben ihr Schlafzimmer. Am Abend dieses Freitags ist alles wie immer. Nach einem aufregenden Tag an der Uni und einem entspannten Abend legen sich die beiden Frauen schlafen und denken an nichts Böses. Doch mitten in der Nacht kommt jemand in ihr Apartment. Der Mann bricht die Tür auf und sieht sich darin um. Er bemerkt Christina, die im unteren Teil der Wohnung auf dem Sofa schläft. Dass der Mann sich kurz über sie beugt, merkt sie nicht, denn sie schläft tief und fest. Sogleich geht der Einbrecher nach oben, wo Sonja schlafend im Bett liegt. Die junge Studentin wird davon wach, dass sie spürt, wie ihr ein Klebeband über den Mund geklebt wird. Sie versucht zu schreien, aber ihre Schreie werden durch das Klebeband erstickt. Als nächstes sieht sie einen Mann, der ein Messer auf sie richtet. Sonja versucht verzweifelt, den Angreifer abzuwehren, aber sie hat keine Chance. Er sticht mehrfach auf sie ein, bis sie stirbt. Nachdem er Sonja umgebracht hat, geht der Mann ungerührt wieder ins untere Zimmer, wo Christina von der schrecklichen Tat nichts mitbekommen hat. Auch sie wird wach, weil ihr ein Klebeband über den Mund geklebt wird, und auch sie hat keine Chance gegen den Mann. Bevor er sie umbringt, lässt er sie eine weitere Hölle durchleben. Er fesselt ihre Hände hinter ihrem Rücken und schneidet ihr die Kleidung vom Körper. Anschließend vergeht er sich an der jungen Frau. Danach zwingt er Christina, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen und sticht 5-mal mit dem Messer auf sie ein. Auch Christina erliegt sofort ihren schweren Verletzungen. Der Täter verlässt das Apartment aber nicht gleich, sondern nimmt sich alle Zeit der Welt. Er geht wieder nach oben, um Sonjas leblosen Körper in eine anzügliche Pose zu legen. Dann macht er unten mit Christinas Körper das Gleiche.
Außerdem reinigt er die beiden Körper, um seine Spuren zu verwischen. Danach nimmt er sogar noch eine Dusche im Badezimmer der beiden Frauen, bevor er sich schließlich auf den Weg nach Hause macht. Als Sonja und Christina am folgenden Tag nirgends gesehen werden und nicht erreichbar sind, machen ihre Freunde und Familien sich Sorgen. Einige der Freunde gehen zum Apartment der beiden Frauen, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie die Wohnung betreten und die beiden leblosen Körper sehen, sind sie zutiefst schockiert und rufen sofort die Polizei. Die Ermittler tappten zunächst vollkommen im Dunkeln. Es gab weder Zeugen noch Spuren, die Rückschlüsse darauf ziehen ließen, wer Sonja und Christina diese schrecklichen Taten angetan haben könnte. Und die Situation spitzte sich schnell weiter zu. Während die Beamten gerade zu dem Tatort in der Wohnung der beiden Frauen gerufen werden, ereilte sie noch ein zweiter Notruf. Auch hier war eine Studentin von der Universität von Florida das Opfer und als die Polizei zum Tatort kam, fanden sie ein sehr ähnliches Bild vor wie in Sonja und Christinas Apartment, nur noch eine ganze Spur heftiger. Die 18-jährige Krista Hoyt wurde erstochen, zusätzlich wurde ihr aber der ganze Bauch von unten nach oben geöffnet. Ihr Körper saß unbekleidet in einer provokativen Pose auf dem Bett, wie es auch bei Sonja und Christina der Fall war. In der Gerichtsmedizin wurde festgestellt, dass sich der Täter auch an ihr vergangen hatte. Am Tatort aber bot sich den Ermittlern, die Krista fanden, einen Anblick wie aus einem Horrorfilm. Kristas Kopf befand sich nicht mehr auf ihrem Körper, sondern lag im Regal, sodass es aussah, als würde er ihren Körper angucken. Auch an diesem Tatort fanden die Ermittler keine brauchbaren Spuren und auch diesmal gab es keine Zeugen. Während die Ermittlungen auf Hochtouren liefen, berichteten die Medien über die Schreckensszenarien auf dem Campus. Die Studenten, besonders die Frauen, waren in großer Angst. Sie versuchten, sich so gut wie möglich zu schützen, indem sie ihren Tagesablauf immer wieder änderten und in Gruppen schliefen, um sich gegenseitig zu bewachen. Viele Studenten wechselten sogar zu anderen Universitäten. Auch die 23-jährigen Studenten Tracy Pauls und Manny Taboda erfuhren von den grausamen Morden und den intimen Übergriffen. Sie blieben jedoch an der Uni und dachten, zu zweit wären sie sicher genug. Den Täter interessierte das wenig. Er brach am 27. August, also nur 3 Tage nach der Ermordung von Sonja und Christina und 2 Tage nach Christas Ermordung, in Tracys und Mannys Apartment ein. Zuerst ging er zu Manny. Dieser wurde zwar wach und versuchte den Angreifer abzuwehren, hatte aber keine Chance gegen das Messer. Der Unbekannte erstach Manny und wollte danach in Tracys Zimmer gehen, doch sie hatte den Kampf gehört. Sie stand auf einmal in Mannys Zimmertür und sah, was geschehen war. In Panik rannte sie in ihr Zimmer zurück und versuchte, die Tür zu verbarrikadieren, aber der Täter war schneller und stärker. So widerfuhr auch ihr dasselbe grausame Schicksal wie Sonja, Christina und Krista. Inzwischen war der Polizei klar, dass sie einen Serienkiller suchte. Das half allerdings auch nicht dabei, den Täter zu finden. Es gab niemals Zeugen und der Unbekannte reinigte stets die leblosen Körper mit Essig. Dennoch fanden die Ermittler Blutspuren des Mannes, die wohl durch Abwehrverletzungen zustande gekommen sein müssen, und stellten so fest, dass er Blutgruppe B hatte. Mehr war jedoch nicht bekannt und die Suche nach einem Mann mit Blutgruppe B glich der Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen. Da sein Vorgehen für die Polizisten aber zweifelsohne erkennen ließ, dass der Täter psychisch krank war, fokussierten die Ermittler ihr Interesse auf Männer, die bekanntermaßen unter psychischen Störungen litten. Insbesondere ein Mann namens Edward Lewis Humphrey kam ins Visier der Ermittlungen und war vorübergehend der Hauptverdächtige. Er war ebenfalls ein Student der Universität von Florida und befand sich immer wieder in psychologischer Behandlung. Außerdem war er verhaftet worden, nachdem er seine Großmutter gewalttätig angegriffen hatte. Dass er mit den Morden und den Übergriffen auf die Studentinnen etwas zu tun hatte, konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden und so kam er wieder auf freien Fuß. Neben ihm gab es noch einen weiteren Verdächtigen, über den nicht viel Näheres bekannt ist. In der Zwischenzeit erhielt die Polizei von Florida eine Mitteilung von ihren Kollegen aus Louisiana. Sie informierten die Ermittler, dass es im November 1989 einen ungeklärten Dreifachmord in Shreveport gegeben hatte. Der 55-jährige Tom Grissom, seine 24-jährige Tochter Julie und sein Enkel Sean waren zu Hause erstochen worden und Julie war, genauso wie die Studentinnen in Florida, zum Opfer eines intimen Übergriffs geworden und der Täter hatte sie nach ihrer Ermordung in eine auffällige Pose gebracht. Auch hier fanden die Beamten Rückstände von Klebeband sowie Essig an ihrem leblosen Körper. Zudem stellten sie fest, dass der Täter ebenfalls Blutgruppe B hatte. Es sah ganz so aus, dass der Serienkiller schon früher mit dem Morden begonnen hatte und dass nach jemandem gesucht wurde, der im November 1989 in Shreveport, Louisiana war und sich nun in Gainesville, Florida befand.
Tatsächlich war die Verbindung zu Shreveport der Durchbruch in den Ermittlungen, denn so wurde die dort ansässige Cindy Jurakic auf den Fall aufmerksam. Sie hatte schon von den Morden an den Studentinnen gehört und überlegt, ob eine bestimmte Person, die sie kannte, damit etwas zu tun haben könnte. Jetzt, wo bekannt wurde, dass der Täter auch in Shreveport zugeschlagen hatte, war sie sich nahezu sicher und rief die Polizei an. Sie kannte einen Mann namens Danny Rowling. Dieser hatte verstörende Dinge zu ihr und ihrem Mann gesagt. Er hatte gesagt, er habe ein Problem. Und zwar, dass er gern Messer in Menschen hineinsteckt. Außerdem hatte er gesagt, dass er eines Tages die Stadt, also Shreveport, verlassen würde, um an einen Ort zu gehen, wo es hübsche Mädchen gibt, die er den ganzen Tag lang beobachten kann. Inzwischen waren 3 Monate vergangen, ohne dass es weitere Morde gab. Doch das lag, wie sich schon bald herausstellte, nicht daran, dass dem Täter die Lust am Morden vergangen war, sondern daran, dass Danny Rowling seit dem 7. September in U-Haft saß, weil er einen Supermarkt ausgeraubt hatte. Die Ermittler stellten fest, dass er Blutgruppe B hatte und in der Vergangenheit in diverse bewaffnete Überfälle verwickelt war. Sie fanden außerdem in seinem Wohnwagen Audioaufnahmen, die er im Zusammenhang mit den Ermordungen gemacht hatte. Dabei kam heraus, dass er bereits am 5. August schon einmal zuschlug, und zwar in Sarasota, Florida, wo er sich an einer Frau namens Janet Frake verging, ohne sie jedoch zu ermorden. Rowling gab sich keine Mühe, die Ermittler oder das Gericht zu überzeugen, dass er unschuldig sei. Er erzählte sogar mit Genugtuung von den Taten und gab Einzelheiten bekannt. Zum Beispiel, dass er nach dem Mord an Krista Hoyt seine Brieftasche vermisste, deshalb nochmal zum Tatort zurückkam und erst dann ihren Kopf abgeschnitten und ins Regal gelegt hat, aus dem spontanen Entschluss heraus für noch mehr Entsetzen zu sorgen. Außerdem erklärte er, warum er das alles getan hatte. Er wollte ein Superstar werden, wie der Serienkiller Ted Bundy. Doch wie kam es dazu, dass Rowling diese Fantasien entwickelte und zu solchen schrecklichen Taten in der Lage war? Rowling wurde 1954 in der Kleinstadt Shreveport in Louisiana geboren, also dort, wo er später die Familie Grissom ermordete und wo seine Bekannte Cindy Jurakic den entscheidenden Hinweis für seine Verhaftung gab. Rowlings Vater war ein Officer beim städtischen Polizeirevier. Zu Hause verhielt er sich aber ganz anders, als man es von einem Polizisten erwarten würde. Er schlug seine 2 Söhne, Danny und Kevin, und auch deren Mutter Claudia. Gewalt war in der Familie Rowling an der Tagesordnung. Sobald dem Vater die kleinste Kleinigkeit nicht passte, bestrafte er seine Kinder und seine Frau mit Schlägen. Sein Verhalten war Berichten zufolge außerdem egozentrisch und ausbeuterisch. Danny gegenüber war er sogar richtig hasserfüllt. Er sagte ihm immer wieder, dass er ihn nicht liebt und dass er besser nicht auf die Welt gekommen wäre. Einmal wollte der Vater seine Frau dazu zwingen, ihr eigenes Leben zu beenden. Sie ging daraufhin ins Krankenhaus und wollte ihren Mann verlassen, aber unter Anbetracht ihrer damaligen Lebensumstände schaffte sie es nicht. Sie machte sogar mehrere Versuche, sich zu trennen, aber kam immer wieder zurück. Danny litt sehr unter seinem Vater, der ihn sogar einmal auf dem Boden fixierte, ihm Handschellen anlegte und ihn von der Polizei abholen ließ, angeblich einfach nur, weil er sich von ihm genervt fühlte. Ein noch schrecklicheres Erlebnis war, dass der Vater Dannys Hund so hart schlug, dass dieser in Dannys Armen verstarb. Danny Rowling neigte schon in seiner Jugend zur Kriminalität, beschränkte sich aber auf Raubüberfälle. Dass sich seine Taten im Laufe der Zukunft noch in ganz andere Dimensionen ausweiten würden, deutete sich dadurch an, dass er bereits zu dieser Zeit heimlich Frauen dabei beobachtete, wie diese sich umzogen. Nach der Schule begann er kein Studium und machte keine Ausbildung, sondern versuchte, sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen. Er hatte aber Schwierigkeiten, seine Jobs zu behalten und verschaffte sich immer wieder Geld durch Überfälle und Einbrüche. Was ihn im Alter von 35 Jahren dazu bewogen hat, plötzlich mit den intimen Übergriffen und den Morden anzufangen, kann die Polizei nur mutmaßen. Zumindest kann Rowling nun keiner Frau mehr etwas antun. Der Mann, der heutzutage auch als der Gainesville Ripper bekannt ist, wurde wegen der 5 Morde in Florida zum Tode verurteilt. Vor Gericht legte er ein Geständnis ab, konnte dadurch aber nicht dem Tod entgehen. Bei der psychiatrischen Begutachtung für die Gerichtsverhandlungen wurde festgestellt, dass er neben einer Borderline-Störung auch an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung litt. Kurz vor seiner Exekution am 25. Oktober 2006 händigte er einem Pastor des Vertrauens und der Polizei von Florida ein handschriftliches Geständnis mit einer Entschuldigung aus. Darin bekannte er sich zu den 3 Morden in Shreveport. Februar 2012. Anchorage, Alaska, USA. Es ist später Abend, als Dwayne Tortolani seine Freundin Samantha Koenig von der Arbeit abholen will.
Samantha hat einen Job als Barista im Common Grounds Coffee Shop und arbeitet dort öfters in der Spätschicht, wie auch heute. Bei dem Coffee Shop handelt es sich um einen kleinen Stand, wo die Getränke durch ein Fenster nach draußen gereicht werden. Die 18-Jährige hat Spaß an diesem Job und ist ein lebensfroher, lustiger und herzensguter Mensch, der laut Berichten ihrer Angehörigen bei allen sehr beliebt ist. Sie lebt noch bei ihren Eltern, aber hat mit Dwayne eine feste Beziehung. Dwayne ist sich etwas unsicher, wie Samantha wohl reagieren wird, wenn er sie abholt, denn sie haben sich zuvor heftig gestritten. Trotzdem möchte er seine Freundin wie üblich nach Hause fahren, denn sie hat kein eigenes Auto und er will nicht, dass sie allein durch die Nacht gehen muss. Auch hofft er, dass Samantha ihm nicht böse ist und dass er sich mit ihr vertragen kann. Mit diesen Gedanken im Kopf fährt Dwayne zu dem Kaffeestand, wo seine Freundin arbeitet. Seltsamerweise scheint der Stand schon geschlossen zu sein, als Dwayne ankommt. Alles ist dunkel und wirkt verlassen. Er wundert sich. Er steigt aus seinem Auto, geht zu dem Stand und schaut hinein. Niemand ist da. Dwayne ist beunruhigt, denn eigentlich müsste Samantha noch da sein. Auf Anrufe und Textnachrichten reagiert sie auch nicht. Vielleicht ist sie immer noch wütend auf ihn. Der junge Mann will sich aber sicher sein, dass es der 18-Jährigen gut geht. Deshalb fährt er nun zu ihrem Elternhaus, um zu sehen, ob sie dort ist. Er klingelt und Samanthas Vater James öffnet ihm die Tür. Als Dwayne ihn fragt, ob Samantha zu Hause ist, reagiert ihr Vater besorgt und irritiert. Sie ist nämlich nicht zu Hause und ihr Vater dachte, dass Dwayne sie von der Arbeit abholen würde. Noch besorgter ist er, als Dwayne ihm erzählt, dass Samantha nicht im Kaffeestand war und nicht an ihr Handy geht. Zusammen versuchen die beiden immer wieder, sie zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Dann plötzlich erhält Dwayne mitten in der Nacht eine Nachricht von ihr. Darin schreibt sie: "Ich bin im Urlaub, ich bin müde." Dwayne und James wundern sich über diese Mitteilung, denn das sieht Samantha nicht ähnlich. Sie würde nicht einfach so wegfahren, ohne sich bei ihrer Familie zu melden. Außerdem hat sie ja kein Auto und keine Sachen dabei. James weiß, dass da etwas nicht stimmen kann und kontaktiert am Morgen sofort die Polizei, um Samantha als vermisst zu melden. Die Polizei erkundigte sich als erstes bei Samanthas Arbeitgeber, dem Kaffeestandbesitzer, ob er weiß, wo die 18-Jährige steckt. Auch er wusste nicht mehr als Dwayne und James, denn er hatte die gleiche Nachricht von Samanthas Handy bekommen. Ihr Arbeitgeber glaubte also, sie brauchte eine Auszeit und sei in den Urlaub gefahren. Gleichzeitig meldete jedoch Samanthas Kollegin, die den Kaffeestand am Vormittag betreiben sollte, dass der Stand anscheinend ausgeraubt wurde. Dies schlussfolgerte sie daraus, dass kein Geld in der Kasse war. Nun zog auch die Polizei ihrerseits eine Schlussfolgerung. Da Samantha weg war und das Geld im Kaffeestand fehlte, muss sie den Stand selbst ausgeraubt und sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht haben. Bestätigt wurde diese Theorie in ihren Augen dadurch, dass keine Spuren eines Kampfes in dem Kaffeestand zu sehen waren und dass Samantha nicht den Panikknopf betätigt hatte, der sich für Notfälle in dem Kaffeestand befand. Für ihre Familie und ihre Freunde war es jedoch unvorstellbar, dass die junge Frau kriminell geworden ist und abgehauen sein soll. Für sie war klar, dass jemand anderes der Räuber war und dass sie nicht freiwillig verschwunden ist. Alle suchten nach ihr, doch keiner hatte etwas von ihr gehört oder hatte irgendeine Idee, wo sie sein könnte. Auch die Polizei überlegte nun ein Stück weiter. Samantha hatte kein Auto, also wie soll sie weggekommen sein? Dass sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht hat, hielten die Ermittler für sehr unwahrscheinlich und öffentliche Verkehrsmittel fuhren dort um diese Zeit nicht mehr. Mit Zweifeln an ihrer ersten Theorie schauten sich die Polizisten das Überwachungsvideo aus dem Kaffeestand vom Abend des 1. Februar an. Schnell wurde ihnen klar, dass sie sich geirrt hatten. Samantha war nicht die Räuberin, sondern der Stand wurde während ihrer Schicht überfallen. Man sieht auf dem Video, wie sich ein Mann mit einer Skimaske ein Getränk bestellt und Samantha ihm dieses Getränk zubereitet und aushändigt. Dann sieht man, wie sie erschrocken mit erhobenen Händen zurückweicht. Anschließend greift sie zum Lichtschalter, macht das Licht aus und kniet sich mit dem Rücken zum Fenster auf den Boden. Danach steht sie langsam wieder auf, geht zur Kasse, entnimmt Geld daraus und händigt dieses dem Unbekannten am Fenster aus. In diesem Moment drängt sich der Unbekannte in den Kaffeestand, fesselt Samanthas Hände, stopft ihr einige Servietten in den Mund und hält ihr einen Revolver in den Rücken, bevor er sie zwingt, mit ihm wegzugehen.
Genaueres über den Unbekannten war auf dem Video nicht zu erkennen und die Hintergrundgeräusche waren zu laut, um zu hören, was er sagte oder um seine Stimme zu identifizieren. Ersichtlich war nur, dass es ein Mann war und dass Samantha ganz klar entführt wurde. Für ihre Familie, Duane und ihre Freunde war das eine schockierende Nachricht und die Polizei tappte bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Es gab keine Spur und keine Zeugen. Der unbekannte Räuber war zusammen mit der 18-Jährigen verschwunden und nichts deutete darauf hin, wer er war und was nach der Entführung mit ihr geschehen ist. Samanthas Umfeld hoffte, dass sie noch lebt und es ihr gut geht, und 3 Wochen nach ihrer Entführung gab es tatsächlich einen Hoffnungsschimmer. Duane erhielt eine Nachricht von ihrem Handy. Darin stand, er solle in den Connors Bog Park gehen, ein öffentlicher Park in Anchorage. Dort solle er, so wörtlich, unter Albert nachsehen. Albert war der Name eines Hundes, für den in dem Park ein Gedenkplakat hing. Samanthas Vater und einige Freunde gingen zusammen dorthin und fanden in einer Tüte unter dem Gedenkplakat von Albert eine Botschaft. In der Tüte war ein Foto von Samantha und eine eingetippte Notiz, dass $30.000 auf eine bestimmte Bankkarte überwiesen werden sollten. Bei dieser Bankkarte handelte es sich um Samanthas und Duanes gemeinsame Karte, die ein Unbekannter kurz nach der Entführung aus Duanes Haus entwendet hat. Neben Samanthas Gesicht war auf dem Foto eine Ausgabe der Anchorage Daily News mit dem Datum des 13. Februar 2012 zu sehen, also hofften alle, dass die junge Frau noch lebte und wieder freigelassen werden würde, wenn der Entführer die $30.000 bekommt. Samanthas Augen sahen auf dem Foto merkwürdig starr aus, aber darüber wollten ihre Familie und ihre Freunde nicht nachdenken. Ihre Familie hatte nicht viel Geld, aber mit Hilfe von Spenden schafften sie es, die Summe aufzutreiben und dem Entführer zu überweisen. Auf eine Rückkehr von Samantha warteten sie danach jedoch vergeblich und erhielten auch keine weitere Nachricht von dem Entführer. Die Polizei hatte jedoch einen Plan und gestattete es genau deshalb auch, dass Samanthas Vater das Lösegeld zahlt. Die Ermittler überwachten die Aktivitäten auf dem besagten Bankkonto und hofften, den Täter so zur Strecke zu bringen. Und tatsächlich registrierten sie in den Tagen nach der Überweisung mehrere Geldabhebungen von dem Konto an Geldautomaten in verschiedenen Städten. Sie fuhren jedes Mal sofort zu dem betreffenden Automaten, aber der Täter war immer schon weg und auf den Überwachungskameras war er immer nur mit Maske zu sehen. In der nächsten Zeit hob der Täter sogar in verschiedenen Bundesstaaten Geld ab, unter anderem in Arizona, New Mexico und Texas. Die Polizei verfolgte seine Spur und konnte nachvollziehen, wie er sich bewegte, aber sie waren immer zu spät, um ihn zu verhaften. Einmal machte der Täter allerdings einen Fehler. Er bemerkte nicht, dass sein Auto von der Überwachungskamera gefilmt wurde. So wusste die Polizei nun, dass der Täter einen weißen Ford fuhr. Da er sich zuletzt in Texas aufhielt, wurden die Behörden dort alarmiert, damit diese nach dem Fahrzeug Ausschau halten. Schon nach kurzer Zeit entdeckten Beamte das Auto auf einem Hotelparkplatz. Sie warteten, bis der Besitzer aus dem Hotel kam und losfuhr, um sicher zu sein, dass es sich wirklich um den richtigen Mann handelte. Dann stoppten sie das Auto, befragten den Mann und durchsuchten das Fahrzeug. Bei der Durchsuchung fanden sie die Skimaske und die Bankkarte. Den Ermittlern war klar, endlich hatten sie Samanthas Entführer. Bei dem zuvor unbekannten Mann handelte es sich um den damals 34-jährigen Israel Keys, der mit seiner Freundin und seiner 10-jährigen Tochter selbst in Anchorage wohnte. Noch hofften die Ermittler, wie auch Samanthas Familie und Freunde, dass sie nun von Keys erfahren würden, wo er Samantha festhielt. Was sie wirklich erfuhren, war aber ein großer Schock. Keys gestand, dass er die 18-Jährige umgebracht hat und erzählt grausame Details. Er habe sich Samantha zufällig als Opfer ausgesucht, nachdem er einige Tage die Kaffeestände in der Umgebung ausgekundschaftet hatte, da der Shop, in dem Samantha arbeitete, an einer unbelebten Ecke stand und länger geöffnet hatte als alle anderen. Keys hatte die junge Frau zuvor noch nie gesehen. Er plante die Entführung und den Mord, raubte den Stand aber zuvor noch aus, weil er das Geld haben wollte. Als er sie fesselte, fragte er sie, wo ihr Auto stehe. Samantha sagte, sie habe kein Auto. Dann verließ er mit ihr den Kaffeestand und ging mit ihr Richtung Tudor Road, während er sie festhielt. Obwohl Samantha gefesselt war, schaffte sie es, sich aus Keys Griff zu lösen und wegzulaufen, aber Keys rannte ihr hinterher und riss sie zu Boden.
Während er sie mit einem Arm festhielt und mit der anderen Hand erneut seine Waffe auf sie richtete, sagte er zu ihr, sie solle mit ihm kooperieren und ihn nicht dazu bringen, sie zu töten. Sie wehrte sich nun nicht mehr und versuchte auch nicht nochmal zu entkommen. Nachdem sie aufgestanden war, zwang Keith sie, mit ihm zu einem Parkplatz zu gehen, wo sein Auto geparkt war. Vorsichtshalber hatte Keith schon vorher die Nummernschilder entfernt. Im Auto band er sie fest, um mit ihr zu seinem Haus zu fahren. Auf der Fahrt erzählte er ihr, dass er sie gekidnappt habe, um Lösegeld zu fordern. Samantha wendete ein, dass ihre Familie nicht viel Geld habe, aber Keith meinte, ihre Familie würde mit öffentlicher Hilfe sicherlich genug Geld bekommen. Er redete ihr ein, dass sie gesund und lebendig wieder zu ihrer Familie zurückkommen würde, wenn sie mit ihm kooperiere. Samantha glaubte ihm und versuchte, vernünftig mit ihm zu reden und ihn zu überzeugen, sie freizulassen. Auf dieses Spiel ließ sich Keith jedoch nicht ein. Plötzlich bemerkte er, dass sie ihr Handy nicht bei sich hatte, aber das brauchte er, um seinen Plan mit den Lösegeldforderungen zu verwirklichen. Sie sagte ihm, dass das Handy noch im Kaffeestand sei und er fuhr zurück, um es zu holen. Samantha ließ er die Zeit über allein im Auto, denn sie war festgebunden und konnte nicht fliehen. Als Keith ihr Handy an sich genommen hat, sendete er die beiden Nachrichten an Duane und ihren Chef. Zurück im Auto fragte Keith sie nach ihrer Bankkarte. Auch diese hatte Samantha nicht bei sich, denn sie teilte sich ein Konto mit ihrem Freund und die Karte war bei ihm. Auf Keiths Aufforderung verriet sie ihm, wo Duanes Haus war und wie die PIN-Nummer der Bankkarte lautete. Zunächst brachte Keith Samantha nun auf sein Grundstück, jedoch nicht ins Haus, denn da waren seine Partnerin und seine Tochter. Er brachte sie in den Geräteschuppen und band sie dort fest, indem er ein Seil um ihren Hals legte, das an der Wand befestigt war. Außerdem drehte er ein Radio so laut auf, dass man ihre Hilferufe nicht hören würde. Dann fuhr er zu Duanes Haus, um die Bankkarte zu holen. Dabei wurde er von Duane überrascht, konnte jedoch schnell genug fliehen und war durch seine Maskierung nicht zu identifizieren. Im Anschluss fuhr er zu sich nach Hause zurück und ging erst ins Haus, um sich zu vergewissern, dass seine Partnerin und seine Tochter schliefen. Er schenkte sich ein Glas Wein ein und ging damit zurück in den Schuppen, wo Samantha immer noch gefesselt saß. Während er den Wein trank, erzählte er ihr, dass er sich an ihr vergehen würde, bevor er sie schließlich ermordet und auch, auf welche Art er beides tun würde. Und genau so tat er es. Nach dem Übergriff erstickte er Samantha und stach zusätzlich auf ihren Körper ein. Anschließend verpackte er ihren leblosen Körper in einen Plastiksack, ließ diesen im Schuppen liegen und ging ins Haus, wo seine Partnerin und seine kleine Tochter von all dem nichts ahnten. Am nächsten Morgen fuhr Keith mit seiner Familie in den geplanten Urlaub auf eine zweiwöchige Luxuskreuzfahrt. Am 17. Februar kehrte er dann zurück und packte Samanthas leblosen Körper aus. Er schminkte und frisierte sie, zog ihre Augenlider nach oben und nähte sie fest, damit ihre leblosen Augen offen waren. Auf diese Art wollte Keith sie lebendig aussehen lassen. Er setzte sie aufrecht gegen die Wand und machte das Foto, das ihr Vater dann im Park fand. Auf dem Bild, das angeblich ein Lebensbeweis war, war sie also schon seit über 2 Wochen tot. Dies erklärt auch den eigentümlich starren Ausdruck in ihren Augen. Nachdem Keith die Tüte mit dem Foto und der Lösegeldforderung im Park platziert und die Nachricht an Duane geschickt hatte, zerteilte er Samanthas leblosen Körper und fuhr mit den Körperteilen in Säcken zum Matanuska Lake, ein See, der mit einer dicken Eisschicht bedeckt war. Keith sägte ein Loch ins Eis und steckte die Teile ihres Körpers durch dieses Loch ins Wasser. All dies und weitere schockierende Details erzählte Keith in den polizeilichen Verhören. Dadurch wussten die Ermittler nun auch, wo sich Samanthas Leiche befand und sie konnten ihre Überreste tatsächlich Anfang April 2012 aus dem Matanuska Lake bergen. Samanthas grausamer Tod konnte also aufgeklärt werden, doch es kam noch viel mehr dadurch ans Licht. Die 18-Jährige war nämlich nicht das erste Opfer von Keith. Bei dem Mann, der sich als treusorgender Familienvater ausgab, handelte es sich in Wahrheit um einen kaltblütigen Serienmörder, der vor Samantha mindestens 10 weitere Menschen umgebracht hat. Ihr Fall war das erste Mal, dass er in der Nähe seines Wohnortes mordete und das erste Mal, dass er einen Fehler machte und so gefasst werden konnte. In seinen Verhören wurde er geständig und sprach auch über seine Vorgehensweise. Er suchte sich seine Opfer willkürlich aus, mordete in verschiedenen Bundesstaaten und bereitete sich sogar darauf vor, dass er eines Tages an bestimmten Orten geeignete Opfer finden würde.
Dafür versteckte er die Utensilien, die er für Entführungen und Morde brauchte, an verschiedenen Orten in den USA. Unter seinen Mordopfern waren nicht nur Frauen, doch gerade an diesen verging er sich häufig vor der Ermordung. Was genau ihn zu den Morden motivierte, ist nicht klar. Kurz nach seiner Inhaftierung gelang es Keith, im Gefängnis sein eigenes Leben zu beenden. Bevor er starb, malte er mit seinen eigenen Körperflüssigkeiten 11 Totenköpfe auf ein Blatt Papier, die vermutlich für die Anzahl der Menschen stehen, die er ermordet hat. Zusätzlich malte er ebenfalls ein okkultes Symbol auf das Papier und schrieb dazu: „Wir sind eins." Nicht alle von Keiths Opfern sind namentlich bekannt und die wenigsten wurden gefunden. Die Öffentlichkeit ist erleichtert, dass Keith niemanden mehr umbringen kann, aber Samanthas Familie bedauert es, dass er sich der lebenslangen Haftstrafe entziehen konnte. 29. März 1988, Kansas City, Missouri, USA. Es ist 1 Uhr in der Nacht, als neben Christopher Bryson ein Auto anhält. Christopher ist unterwegs, um Kundschaft zu suchen, denn er verdient sein Geld als Prostituierter auf den Straßen von Kansas City. In dem Auto sitzt ein Mann, der Interesse an Christophers Diensten hat. Nichtsahnend und mit einem guten Gefühl steigt Christopher zu dem Fremden ins Auto und lässt sich von ihm in die Charlotte Street Nummer 4315 mitnehmen. Hier befindet sich das Haus des fremden Mannes, der sich bereits im Auto mit dem Namen Bob vorgestellt hatte. Im Haus gehen die beiden rauf in ein oberes Stockwerk. Christopher geht voran, Bob geht hinter ihm her. Als Christopher gerade oben auf dem Treppenabsatz angekommen ist, spürt er einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf. Er wird sofort bewusstlos. Als er wieder aufwacht, erlebt er einen großen Schock. Er liegt unbekleidet in einem Bett im Untergeschoss des Hauses. Irritiert versucht Christopher, von dem Bett aufzustehen, doch er muss feststellen, dass er an das Bettgestell gefesselt wurde und er sich somit nicht bewegen kann. Um seinen Hals trägt er ein Hundehalsband. Er kann kaum glauben, dass dies wirklich passiert ist, doch der wahre Albtraum sollte nun erst richtig losgehen. Über die nächsten Tage wird Christopher immer wieder mit Beruhigungsmitteln ruhig gestellt, bevor sich der Mann namens Bob körperlich an ihm vergeht. Doch nicht nur die wiederholten, intimen Übergriffe verursachten großes Leid. Zusätzlich quält Bob Christopher auf grausame Art. Er schlägt ihn wiederholt mit einer Metallstange, versetzt ihm Elektroschocks und spritzt eine ätzende Flüssigkeit in seine Augen. Christopher kann kaum mit dem Schreien aufhören. Dies nutzt Bob als Gelegenheit für eine weitere Grausamkeit. Er schüttet Abflussreiniger in Christophers Rachen. Für Christopher ist die Situation unerträglich und er versucht, sich im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten zu wehren. Nach einiger Zeit ist Bob von diesem Verhalten frustriert. Um Christopher ruhig zu stellen, zeigt er ihm Polaroid-Fotos von toten Männern und sagt zu ihm: „Wenn du nicht mitmachst, endest du genauso wie sie im Müll." Der verängstigte Christopher hört nun auf, sich zu wehren, und Bob glaubt, dass er ein gehorsames Opfer gefunden hat. Er bringt Christopher in den zweiten Stock und fesselt ihn dort an ein Bett, wo er sich weiterhin an ihm vergeht und ihm körperlich zusetzt. Da sich Christopher inzwischen nicht mehr wehrt, gewinnt er allmählich Bobs Vertrauen. Dieser erlaubt ihm, seine gefesselten Hände vor sich liegen zu haben, anstatt dass sie die ganze Zeit oben am Bettgestell befestigt sind. Christopher kann das Leid inzwischen kaum noch ertragen und er verliert immer mehr das Zeitgefühl. Seit 4 Tagen ist Christopher nun in Bobs Haus gefangen und erlebt die Hölle auf Erden. Als Christopher am 4. Tag die Augen öffnet, bemerkt er, dass Bob nicht in dem Zimmer ist. Christopher schaut sich genau in dem Raum um, doch ihm ist klar, dass er vermutlich nicht viel Zeit hat. Direkt vor seinem Bett auf dem Boden entdeckt Christopher eine kleine Schachtel. Er schaut genauer hin und bemerkt, dass es sich hierbei um Streichhölzer handeln muss, die Bob allem Anschein nach auf dem Boden übersehen hatte. Christopher verspürt nach Tagen den ersten Funken von Hoffnung. Er bewegt sich hin und her und versucht, seine Arme weit genug auszustrecken. Er schafft es, die Schachtel mit seinen gefesselten Händen zu greifen und auch einige Streichhölzer aus der Packung zu holen und anzuzünden. Diese nutzt er, um damit seine Fesseln durchzubrennen. Nun sind seine Hände frei und er hat die Chance zu flüchten. Christophers Herz rast. Er hofft, dass Bob gerade nicht zu Hause ist, aber ganz sicher ist er sich nicht. Er will nicht riskieren, durch die Zimmertür nach unten zur Haustür zu gehen, denn Bob könnte immerhin in einem anderen Zimmer auf ihn lauern und ihn bei seiner Flucht erwischen.
Christopher entwickelt einen gewagten Plan. Er nimmt all seinen Mut zusammen, schlägt die Fensterscheibe ein und springt durch das Fenster im zweiten Stock nach unten. Hierbei verletzt er sich an dem zersplitterten Fensterglas und bricht sich bei der Landung einen Fuß. Voller Adrenalin und angetrieben von seinem Fluchtinstinkt hatte Christopher seine Verletzung kaum bemerkt. In diesem Moment will er einfach nur weg, und zwar schnell. In seiner Not läuft Christopher direkt zum Nachbarhaus. Vollkommen unbekleidet, das Hundehalsband um seinen Hals, über und über voller Blut und Blessuren, die Augen rot und zugeschwollen. Die Nachbarn sind schockiert und rufen sofort die Polizei. Es dauert nicht lange, bis die ersten Einsatzkräfte am Tatort eintreffen. Während Christopher von einigen Sanitätern versorgt wird, erzählt er den Ermittlern der Polizei alles, was er im Laufe der letzten Tage durchmachen musste. Sein körperlicher Zustand spricht Bände, weshalb die Beamten ihm sofort glauben, ohne an seiner unfassbaren Geschichte zu zweifeln. Während Christopher ins Krankenhaus gebracht wird, sucht die Polizei den mittlerweile zurückgekehrten Bob in seinem Haus auf. Für die zahlreichen Übergriffe auf Christopher Bryson wird der Mann festgenommen. Er leistet keinen Widerstand und kommt in Untersuchungshaft. Auf dem Polizeirevier werden die echten Personalien des Mannes festgestellt und auch sein bisheriges Führungszeugnis wird überprüft. Bei dem Mann, der sich vor Christopher selbst Bob nannte, handelte es sich in Wahrheit um den 39-jährigen Robert Andrew Berdella. Aktenkundig war er nur wegen ein paar Drogendelikten in seiner Studentenzeit. Für ein Verbrechen in diesem Ausmaß war Robert in seiner Vergangenheit noch nie aufgefallen. Nach seiner Verhaftung weigerte er sich, ohne Anwalt mit den Polizisten zu sprechen, und er war nicht bereit, den Ermittlern Zutritt zu seinem Haus zu gewähren. Wie viele Leichen er buchstäblich im Keller hatte, war vollkommen unbekannt und er wollte zunächst auch nicht auspacken. Mit einem Durchsuchungsbeschluss kamen die Polizisten kurze Zeit später aber trotzdem ins Haus und untersuchten den Tatort. In dem Zimmer im zweiten Stock fanden sie diverse Gegenstände und Substanzen, die Berdella eingesetzt hatte, um Christopher Leid anzutun. Unter anderem fanden sie mehrere Lederriemen, ein Eisenrohr, einen Elektroschocker, mehrere Ampullen mit verschreibungspflichtigen Substanzen, Erotikspielzeug, Injektionsnadeln und Spritzen. Am Bettgestell fand man Spuren, die zeigten, dass dort jemand angebunden gewesen war und versucht hat, freizukommen. Das weiße Bettlaken war voller Flecken und inzwischen zum größten Teil rot gefärbt. Nach dem Zimmer wurde auch der Rest des Hauses und der Garten durchsucht. Die Beamten waren schon alarmiert, weil Christopher ihnen von den Polaroid-Bildern mit den toten Männern erzählt hatte. Und tatsächlich, in einem Schrank im zweiten Stock wurde ein menschlicher Schädel gefunden. Wenig später fanden die Polizisten einen Teil eines anderen Kopfes im Garten. Zusätzlich entdeckten sie noch mehrere Wirbel, auf denen deutliche Sägespuren zu sehen sind. Außerdem wurden zwei Briefumschläge mit Zähnen gefunden. Wie sich schon bald herausstellt, handelte es sich bei einem der Schädel um eine Fälschung. Die restlichen Funde waren aber tatsächlich menschliche Überreste. Passend zu den Körperteilen fanden die Beamten verschiedene Sägen, darunter eine Kettensäge, an der noch menschliche Spuren hafteten. Durch Luminol-Tests stellten die Ermittler fest, dass der Fußboden des Untergeschosses des Hauses sowie zwei Mülltonnen voller Blutflecken waren. Die Beamten entdeckten schließlich noch eine Art Tagebuch, in dem Robert Berdella sachlich seine Methoden und den Zustand der Opfer notiert hat. Die Ermittler fanden hierbei etwa 300 Fotos von Männern, die während der Übergriffe und nach ihrem Tod aufgenommen worden waren. Auch Christopher ist darauf zu sehen, als Berdella sich an ihm vergeht. Wie die Polizisten schon bald feststellen, hatte Christopher aber noch Glück im Unglück. Er war das erste Opfer von Robert Berdella, das lebend davon kam. Zuvor waren schon 6 andere Männer in Berdellas Gefangenschaft geraten. Keiner von ihnen überlebte und all ihre leblosen Körper wurden von Berdella zerteilt. Durch die Fotos erfahren die Beamten genaueres über Berdellas Vorgehen. Er hängte die Männer kopfüber an die Decke, damit sich ihre Körper entleeren. Als Andenken hob er von jedem Opfer einige Teile auf. Die restlichen Stücke der Körper verpackte er in Müllsäcke und entsorgte sie mit dem Hausmüll. Durch 2 weitere Funde konnten die Ermittler Rückschlüsse auf 2 der Opfer ziehen. Sie fanden zum einen mehrere Zeitungsartikel über einen vermissten Mann namens Jerry Howell und zum anderen die Brieftasche und den Führerschein von James Ferris, der ebenfalls vermisst wurde.
Es wurde eine spezielle Ermittlungseinheit aufgestellt, um den Fall Berdella aufzuklären und herauszufinden, wer seine anderen Opfer waren und welche Vorgeschichte Berdella hatte. Da nur zwei der Opfer vermisst gemeldet wurden, war es schwierig für die Beamten, Berdella die anderen Taten nachzuweisen, obwohl auch vier weitere Männer auf den Fotos zu sehen waren. Trotz einiger Schwierigkeiten im Rahmen der Ermittlungen gelang es der Polizei schließlich, mehr über Robert Berdella und den Hintergrund seiner Verbrechen herauszufinden. Robert Berdella wuchs in Ohio auf und war in seiner Kindheit und Jugend ein Einzelgänger. Unter Gleichaltrigen war er nicht sehr beliebt, weshalb er in der Schule schnell zum Ziel von Hänseleien anderer Kinder wurde. Dies lag zum Teil an seiner ungewöhnlich dicken Brille und seinem Sprachfehler, aber auch an seinem Verhalten gegenüber den anderen Schülern. In der Schule war er trotzdem sehr gut und schrieb gute Noten. Er schaffte einen hervorragenden Abschluss und ging später aufs College in Kansas City, wo er Kunst studierte. Schon seit seiner Kindheit hatte er großes Interesse und ein Talent für künstlerische Dinge. Noch während seiner Highschool-Zeit entdeckte er, dass er homosexuell war. Dies hielt er jedoch zunächst geheim, um sich hierdurch nicht erneut zum Ziel weiterer Ausgrenzungen zu machen. Berdella hatte einen 7 Jahre jüngeren Bruder, der im Gegensatz zu ihm sportlich und auch sehr beliebt war. Für den Vater der beiden Jungen war Sport sehr wichtig, so verglich er Robert oft negativ mit seinem jüngeren Bruder. Beide Jungen hatten jedoch unter der Gewalt des Vaters zu leiden, der sie seit jungen Jahren regelmäßig mit einem Lederriemen schlug, wenn sie sich nicht an seine Regeln hielten oder sie ihn anderweitig wütend machten. Als Robert 16 Jahre alt ist, starb der Vater der beiden an einem Weihnachtstag im Alter von nur 39 Jahren an einem Herzinfarkt. Robert fiel es schwer, den plötzlichen Tod seines Vaters zu verarbeiten, und er empfand es als Betrug, dass seine Mutter bereits kurze Zeit später wieder einen anderen Mann heiratete. Schon früh entwickelte Robert Berdella ein Interesse für fremde Kulturen, insbesondere aus Südostasien, Afrika und Südamerika. Er hatte Brieffreunde in fernen Ländern, sammelte die Briefmarken und später auch Kunstwerke sowie okkulte Gegenstände von dort. In dem Versuch, selbstbewusst und weniger verletzlich zu erscheinen, entwickelte er mit den Jahren einen ziemlich rauen Umgangston, insbesondere gegenüber Frauen. Auf dem College kam er in Kontakt mit einem Freundeskreis, in dem der Konsum von Alkohol und anderen Substanzen keine Seltenheit war. Er selbst konsumierte die Drogen nicht nur, sondern begann auch damit, sie zu verkaufen. Zu dieser Zeit wurde Robert auch zum ersten Mal verhaftet, als er versuchte, illegale Substanzen an einen verdeckten Ermittler der Polizei zu verkaufen. Er kam jedoch nach der Zahlung einer Kaution wieder frei. Es folgte eine weitere Verhaftung aus ähnlichen Gründen, doch diesmal musste er einige Tage im Gefängnis verbringen. Auch am College machte er sich unbeliebt, indem er mehrfach verschiedenen Tieren etwas antat, angeblich zu künstlerischen Zwecken. Einmal schnitt er einer Ente den Kopf ab, ein anderes Mal injizierte er einem Hund Beruhigungsmittel. Nachdem er seitens der Professoren auf harsche Kritik stieß, verließ Berdella freiwillig das College. Er entschied sich, trotzdem in Kansas City zu bleiben, zog in das Haus in der Charlotte Street und fing an, als Koch zu arbeiten. Nebenbei baute er sich ein kleines Geschäft auf, in dem er skurrile und okkulte Gegenstände verkaufte. Es trug den Namen Bob's Bazaar Bizarre. Zunächst verkaufte er seine Sachen auf dem Flohmarkt, später hatte er sogar einen kleinen Laden, wo er seine bizarren Besitztümer ausstellte. In seiner Nachbarschaft war Berdella zwar als etwas seltsam bekannt, aber niemand hätte vermutet, zu was für Schreckenstaten er fähig war. Er galt sogar als hilfsbereiter Mensch, der sich zunächst auch in Nachbarschaftsinitiativen engagierte. Interessanterweise ging es bei einer der Initiativen darum, die Kriminalität in seinem Stadtteil zu bekämpfen. Mitte der 1980er Jahre, als Berdella mit den Übergriffen und den Morden anfing, trat er allerdings aus den Initiativen aus. Hilfsbereit erschien Berdella auch besonders gegenüber jungen Männern, die als Prostituierte arbeiteten oder illegale Substanzen konsumierten. Er freundete sich mit mehreren von ihnen an, ließ sie kostenlos bei sich wohnen, lieh ihnen Geld und unterstützte sie dabei, ihre Probleme zu bewältigen. Obwohl er seinen Nachbarn erzählte, dass er sich wie ein Pflegevater für die jungen Männer fühlte, nutzte er deren Situation jedoch zum Teil aus, um sie zu intimen Handlungen zu nötigen. Durch seinen Laden lernte Berdella einen Mann namens Paul Howell kennen, der ebenfalls einen Verkaufsstand auf dem Flohmarkt hatte.
Mit dessen Sohn Jerry verstand sich Burdella anfangs nicht gut, weil dieser ihn wegen seiner offenen Homosexualität angriff. Es stellte sich aber heraus, dass Jerry und seine Freunde Geld als männliche Prostituierte verdienten und Burdella gab Jerry öfters Geld, um seine Strafen zu bezahlen. So entwickelte sich zwischen Burdella und Jerry eine Art Freundschaft. Am 5. Juli 1984 versprach Burdella dem damals 19-jährigen Jerry, ihn zu einem Tanzwettbewerb zu fahren. Stattdessen fuhr er jedoch mit ihm in sein Haus in der Charlotte Street, wo er ihn gefangen hielt, ihm verschiedene Substanzen verabreichte, sich an ihm verging und ihm körperliche Schäden zufügte. Nach nur einer Nacht in Gefangenschaft starb Jerry. Burdella behauptete im Laufe der Vernehmungen, Jerry sei an seinem Erbrochenen erstickt oder er wäre zu schwach gewesen, um die Prozeduren zu ertragen. Angeblich habe Burdella noch versucht, ihn wiederzubeleben. Ein Dreivierteljahr später, im April 1985, fiel der nächste junge Mann Burdella zum Opfer. Robert Sheldon war ebenfalls ein Freund von ihm. Er wurde von Burdella eingeladen, ein paar Tage bei ihm im Haus zu wohnen. Wie Jerry wurden auch ihm Substanzen verabreicht und er wurde zum Opfer verschiedener körperlicher Übergriffe. Zwischendurch bekam Burdella Mitleid und brachte sein Opfer zum Arzt, doch kurz darauf nahm er ihn wieder mit in sein Haus und setzte die Übergriffe fort. Als eines Tages ein Handwerker ins Haus kam, erstickte Burdella den gefangenen Robert, damit dieser nicht schreien konnte. Bereits 2 Monate später, im Juni 1985, verging sich Burdella an einem weiteren Mann und tötete ihn. Mark Wallace hatte eigentlich nur Zuflucht vor einem Unwetter gesucht, doch dadurch geriet er in Burdellas Fänge. 3 Monate danach, im September 1985, suchte sich Burdella sein nächstes Opfer in einer Bar aus. Der junge Mann hieß James Ferris. Burdella verging sich wochenlang an ihm, bevor auch James sein Leben verlor. Er wurde vermisst gemeldet, ebenso wie Burdellas erstes Opfer Jerry Howell. Ein drogenabhängiger Mann namens Todd Stoops, der Jerry, James sowie auch Burdella kannte, sagte bei der Polizei aus, dass er James und Jerry zuletzt mit Burdella zusammengesehen hatte. Burdella wurde im Anschluss vernommen, aber er sagte, er habe die beiden schon länger nicht mehr gesehen. Mit dieser Aussage gab sich die Polizei zufrieden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Burdella bereits 4 Männer umgebracht, aber er stand nicht unter Verdacht und wurde nicht polizeilich beobachtet. Die Beamten warnten Todd Stoops lediglich davor, zu Burdella nach Hause zu gehen. Todd tat dies dennoch, als er Burdella im Juni 1986 zufällig traf und dieser ihn zu sich einlud. Wie von der Polizei bereits befürchtet, sollte sich dies als ein fataler Fehler herausstellen. Auch an Todd Stoops verging sich Burdella über mehrere Wochen, bevor auch er seinen Verletzungen erlag. Im Frühjahr 1987 freundete sich Burdella mit Larry Pearson an, der zu ihm in den Laden gekommen war, weil er sich für okkulte Gegenstände interessierte. Er hatte wenig Geld und finanzierte sein Leben zum Teil durch Kriminalität. Larry zog zu Burdella ins Haus und arbeitete seine Miete ab, indem er Reparaturen und die Gartenarbeit erledigte. Kurz darauf wurde Larry bei einem seiner Verbrechen erwischt. Er wurde verhaftet und kam ins Gefängnis, doch Burdella zahlte seine Kaution und nahm ihn wieder mit nach Hause. Nun aber hielt er Larry gefangen, wie auch die anderen Männer zuvor, und ließ ihn 6 Wochen lang durch die Hölle gehen, bis er auch ihn schließlich ermordete, weil Larry sich ihm widersetzte. Nachdem die Polizisten nun all dies über Robert Burdella herausfanden, wurde ihnen klar, dass dieser Mann noch viel gefährlicher war, als man es bis zu diesem Zeitpunkt befürchtet hatte. Burdella wollte zunächst nicht aussagen, gestand dann aber doch alle Taten und plädierte vor Gericht auf schuldig. Sowohl hinsichtlich der Entführungen, der körperlichen und intimen Übergriffe, als auch der vielen Morde an den jungen Männern. Seine detaillierten und reuelosen Ausführungen schockierten die Jury, die kaum glauben konnte, welche unmenschlichen Ausmaße Burdellas Verbrechen annahmen. Robert Andrew Burdella wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach nur etwa 4 Jahren hinter Gittern stirbt er im Oktober 1992 im Gefängnis an einem Herzinfarkt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.